Herzlich willkommen bei Spielen mit Stil, dem wahrscheinlich stilvollsten Brettspiel-Podcast weltweit. Heute ist nach der Sommerpause was Besonderes für euch. Die Spiele in Essen ist ja in greifbarer Nähe und da dachten wir uns, wir müssen uns jetzt auch mal einen Gast einladen, der uns ein bisschen über die darüber erzählt, wie es als Verlag auf das Spiel ist und was für Neuheiten da überhaupt mit anstehen, was er mitbringen wird. Und da haben wir uns mal für den Michael Kränzle von Heidelberg entschieden. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Noch, das wird sich nachher ändern. Das glaube ich nicht. Wir hatten ein Vorgespräch und ihr wart das so freundlich. Also ich fühle mich jetzt schon sehr wohl hier. Das war das Vorgespräch. Das Vorgespräch. Gut, wen ihr gerade noch gehört habt, das ist natürlich der Robert, der mir wieder zur Seite steht mit Rat und Tat. Hallo Robert. Hallo Leute. Ja. Hallo Robert. Und ich bin... Hey Michael. Das sollten wir so ein Karium immer machen. Genau. Und ich bin der Christian und leite euch wie immer ein bisschen durch die Sendung. Wir hatten ja gesagt, dass wir eben vorwiegend jetzt über die, nicht nur die Neuheiten von Heidelberg reden wollen, sondern über das Spiel an sich. Wir waren das letzte Mal zusammen auf das Spiel, Robert. Das war letztes Jahr. Ich kann mich gar nicht mehr ganz daran erinnern. Dieses Jahr klappt es ja leider nicht. Aber dafür wird der Michael natürlich wieder vor Ort sein. Und Michael, wie ist es denn für dich denn so auf der coolsten Messe Deutschlands rum zu sein? Ja, also die kann man mit Fug und Recht zumindest als Spieler als coolste Messe Deutschlands bezeichnen, weil es ist ja nicht nur eine Messe, natürlich kaufen wir alle ganz viel und ihr, wenn ihr dort seid, natürlich auch, aber es ist ja trotz allem vor allem eine Spieleveranstaltung, wo ich eben die ganzen Dinge ausprobieren kann und spielen kann vor Ort. Und ich denke gerade, das zeichnet natürlich die Veranstaltung auch aus, die Spiel in Essen. Und die hat ja als Spielerveranstaltung angefangen und nicht als Messe. Das darf man, finde ich, auch immer in dem Zusammenhang nicht vergessen. Und das ist schon das Herzstück der Spiele, auch dass die Verlage nicht nur da sind, also wie jetzt Heidelberg Games, die ich repräsentiere, sondern dass wir auch da sind, damit Leute einfach die Spiele spielen können. Aber du selber, kommst du denn zum Spielen? Also auf der Messe selber komme ich wenig zu spielen. Da ich ja mich normalerweise mit euch treffen würde, wir treffen uns heute jetzt ein bisschen früher, auch wenn euch der Podcast später gesendet wird, aber auf der Messe natürlich nicht, denn ich betreue dort die Presse und mache dort Marketingtermine, das ist mein Job. Ich bin Head of Marketing bei Heidelberg Games und verantworte das auch weltweit und abends kommen wir dann schon auch zum Spielen, muss ich sagen. Und natürlich im Vorfeld spielen wir die Spiele, die wir dort nicht zeigen und erklären wollen, natürlich schon auch öfters. Und je nachdem, was es ist, wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine eigene Verlagsneuheit, also was wir selbst entwickelt haben. Da spielen wir natürlich öfters und machen uns auch sehr Gedanken, wie man dann eine Demo macht und so weiter. Und ja, privat komme ich tatsächlich so, ja, geht so zum Spielen, habe ich eine Spielrunde auch mit Ex-Kollegen und Kollegen. Aber die sind natürlich auch immer alle sehr busy. Und von daher reden wir dann mehr über Spiele, als dass wir spielen tatsächlich. Das heißt, ein typischer Tag von dir auf das Spiel sieht dann wie aus? Also ein typischer Tag auf das Spiel für mich ist, dass es vielleicht keinen ganz so typischen Tag gibt. Okay. Also, naja, also was viele natürlich jetzt noch gar nicht so direkt sehen, ist natürlich, die Spiel fängt für mich jetzt nicht am Donnerstagmorgen an, sondern die fängt für mich am Mittwochmorgen an. Denn am Mittwochmorgen findet die Pressekonferenz statt von dem Spiel und danach gibt es die Neuheitenschau, die dürftet ihr auch kennen, wo alle Neuheiten in einem großen Raum, dieses Jahr ist es neu, in einer neuen Lokalität auf der anderen Seite des Spiels, das kann ich schon mal sagen, gezeigt werden. Und das ist natürlich für Content Creator, für Journalisten und für interessierte Fachbesucher eine super Gelegenheit, weil alle Neuheiten, und es sind ja wirklich eine vierstellige Summe wieder dieses Jahr, sind alle mehr oder minder an einem Ort bereits vorab zu sehen und noch während des Spiels noch am Donnerstag und am Freitag, wenn man, wie gesagt, ja diesen Gruppen angehört und kann die halt sozusagen in einer einzigen, jetzt nicht Halle, aber Konferenzzentrum sehen. Und das heißt, für mich beginnt es am Mittwochmorgen und dann voller Fokus eben auf euch oder auf die Presse. Und damit das Mittwochmorgen stattfindet, müssen wir am Dienstag das bereits aufbauen. Das mache ich dann auch selbst mit meinen Kollegen, mit einem Werkstudenten und so weiter. Also deswegen ist jeder Tag so ein bisschen anders. Ne? Ab Donnerstag treffe ich dann meistens weitere
Interessierte in der ein oder anderen Form am Stand oder eben nochmal auf der Neuheitenshow und präsentiere mit denen Spiele oder erzähle ein bisschen was über unseren Verlag oder versuche einfach auch Marketing-Kooperationen für die Zukunft einzuleiten. Die Neuheitenschau, das muss man dazu sagen, da kann man noch nichts ausprobieren. Das ist nur zum Schauen tatsächlich. Ja, also da kann man nicht mitspielen an dem Tag, sondern das ist tatsächlich zum Schauen. Da wird, wie gesagt, den Multiplikatoren die Spiele schon mal gezeigt. Ne? Man kann sie dort noch nicht selbst spielen, sondern da wird man die nur anerklärt bekommen. Ne? Das ist, wie gesagt, ja auch nicht für die Öffentlichkeit. Aber natürlich sind die ganz cleveren unter uns, die kommen natürlich schon dorthin, weil sie wissen natürlich dort schon gegebenenfalls auch Presseexemplare oder Muster oder Vorabspiele bekommen können. Das heißt so, dass natürlich im idealen Fall am Mittwochabend natürlich ganz viele der neuen Spiele auch bereits getestet werden oder gespielt werden von den jeweiligen Multiplikatoren. Und da mache ich keinen Hehl draus. Natürlich geht es hier um Multiplikation und in das Interesse zu vergrößern bei allen anderen Spielern nachher. Wie aufgeregt bist du eigentlich da vor dem ersten Kontakt dann? Kannst du schon abschätzen, welche Titel da mehr gefragt sind, welche weniger? Oder ist es für dich dann kompletter Blindflug mit Kreuzzeichen und Hoffen und Beten? Naja, also kompletter Blindflug ist es nicht. Manchmal gibt es eher so einen Ausreißer nach oben, also dass etwas vielleicht aktiver angefragt wird, als man es erwartet hatte oder positiver aufgenommen wurde, als man es erwartet hat. Es ist ja nicht so, dass jetzt vor der Spiel nichts passiert, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Vor der Spiel passieren unheimlich viele Dinge. Man versucht unheimlich viel heutzutage vor allem an Content Creator heranzutreten, also auch viel Instagram, auch bis zu TikTok heute und vielleicht noch andere Dinge, die mir nicht bekannt sind, weil ich zu alt bin für die ganzen Dinge. Aber diese Multiplikatoren schauen sich natürlich die Dinge an. YouTube, trotz anderer Streaming-Formate, vielleicht immer noch die Nummer eins in der Hinsicht, ne? Was im Vorfeld eben so gehypt wird, sagt man ja gerne, ne? Und dann bekommt man natürlich schon mit, sind die eigenen Spiele dabei, sind sie nicht dabei. Man kann natürlich auch selbst was dafür tun, dass sie dabei sind, nämlich die den entsprechenden Leuten vorstellen. Und dann bekommt man schon mit. Also haben die Leute ein genuines eigenes Interesse daran? Kommen die auf dich zu und sagen, ja, erzähl mir mal mehr dazu im Vorfeld? Oder muss ich da wirklich aktiv hart arbeiten, damit sich da jemand für deinen eigenen Titel auch interessiert? Ne? Oder haben das andere Verlage einfach besser gemacht in dem Moment und haben irgendwas hochgehypt aufgrund von dem Wording, aufgrund von den 200 Millionen Miniaturen, die sie reingegossen haben, aufgrund dessen, dass sie ein Schiff in die Mitte gestellt hat von dem Werwolfspiel oder ähnliche Dinge. Also gibt ja die tollsten Dinge, die man da machen kann. Und jetzt die tatsächlichen Messetage, die sind ja dann wahrscheinlich eher ähnlich gestrickt, oder? Ja, in gewisser Weise sind sie ähnlich gestrickt. Bei mir teilt sich die Messe persönlich so ein bisschen zwei Hälften auf, da ich die gewissen Teil auch in der Neuheitenschau verbringe, weil man dort eben in relative Ruhe nochmal, also wenn ich jetzt euch treffen würde auf der Messe, ist es dort halt natürlich viel ruhiger, wie in so einem Pressezentrum einfach, um nochmal die ganzen Neuheiten und Spiele durchzugehen, um sich zu unterhalten. Mhm. Große Verlage haben natürlich auch eigene Besprechungskabinen oder Bereiche, also der Business-Teil der Messe ist inzwischen auch sehr, sehr gewachsen und sehr groß, also weil natürlich alle Verlage einfach nach Essen kommen. Und alle Verlage heißt auch ganz viele aus dem Ausland, aus Übersee. Und wenn die wohin kommen, dann kommen sie halt mit dem Spieleverlag nach Essen und nicht zu einer anderen Messe. Das heißt, dort werden auch Dinge besprochen, wie kommen die Spiele aus Japan nach Deutschland, wie kommen die Lizenztitel hier rein und so weiter. Wie gesagt, die ersten zwei Tage sind da ein bisschen so businessmäßiger und am Samstag, Sonntag bin ich dann vor allem am Stand auch und bekomme dann die ganze Messe ab. Und auch einfach die Wucht der Spielenden, der Interessierten und wie die auf unsere Spiele reagieren, was gekauft wird und so weiter, lasse ich mir in den ersten zwei Tagen zum Teil tatsächlich mehr berichten, als dass ich es persönlich wahrnehme. Wie hat sich denn die Messe für dich jetzt die letzten Jahre entwickelt? So von, weiß nicht, so wann du sie regelmäßig besuchst bis jetzt? Also ich habe mal angefangen wie ihr. Haha. Also ich war auch mal sozusagen Content Creator und ich habe auch mal ein Magazin betrieben und bin über dieses Magazin dann bei einem anderen Verlag ins Marketing eingestiegen. Das war vor vielen Jahren und bewege mich in der Branche etwa so proaktiv, deswegen seit 2007 etwa und verantwortete Marketingaufgaben seit 2009. War dann lange beim Marktbegleiter und bin jetzt ja seit, muss ich mal rechnen, das haben wir jetzt 23, ne? Auch schon drei, vier Jahre bei Heidelberg Games und habe die Messe eben schon von vielen Seiten sozusagen mitbekommen, ne?
Und was soll ich sagen? Also, was man der Messe hoch anrechnen muss, sie hat sich immer wieder ein bisschen gewandelt oder sie hat sich immer so gezeigt, dass man auf die Gegebenheiten eingehen kann, dass sie hat sich nicht unterkriegen lassen all die Jahre. Und wenn man mal die Nummer eins ist, würde ich sagen, und die Spiel gilt ja unter Brettspielern als die Nummer eins auf der Welt, dann ist es natürlich auch schon gar nicht so einfach, den auf dem Thron ganz oben zu bleiben. Ist die Luft ja auch dünn, dann kramen auch viele andere Messen und Veranstaltungen an die rum, ne? Und wollen ähnliche Angebote machen. Das gilt für die Spiel auch. Aber über all die Jahre hinweg hat es die Spiel mit dem Märzverlag, jetzt mit dem verkauften Märzverlag, immer wieder geschafft, sich so zu präsentieren, dass für die Aussteller es immer wieder eine Freude war, dort einfach auszustellen und konnte immer wieder sicherstellen, dass viele Besucher kommen, was für uns ganz relevant ist. Und ich glaube auch, dass es für die Besucher ähnlich ist, dass es für die Besucher und für die Spieler vor allem immer wieder so interessant gestaltet ist, dass man einfach gerne hinkommt, weil es einfach das Mekka des Brettspielens ist. Ne? Mhm. Punkt. Ja. Kann man so mitfühlen. Geht mir auch so, ja. Ja, denke ich auch, kann man gut unterstreichen. Ich würde an der Stelle gerne mal anfügen. Ja, ich würde gerne anfügen, und zwar ist auch die Spiel, das muss man ja wirklich zugute halten, ja, die einzige, will ich nicht sagen, weil das weiß ich nicht, aber es war wirklich eine der ganz, ganz wenigen Veranstaltungen, die auch in der Corona-Zeit versucht hat und es geschafft hat, irgendwie uns alle bei der Stange zu halten, zusammenzuführen, ob es die Spiel digital war oder ob das die Version war im nächsten Jahr, die dann reduziert war, ja. Aber, und da war vielleicht auch nicht alles ideal, aber man hat da mehr geleistet als andere Shows in der Zeit, als es gar nicht ging oder nicht gehen konnte. Und hat versucht, mehr mit viel Herzblut das durchzuziehen. Und ich glaube, das kann man als Spieler, aber auch als Verlag auch wirklich würdigen. Ne? Und das war eine tolle Leistung des Märzverlages. Und jetzt dieses Jahr ist natürlich super spannend, weil natürlich die Spiel unter neuer Ägide geführt wird, auch sehr spannend für uns, weil es natürlich jetzt ein Verlag ist, der zur Spielwarenmesse gehört, also nicht mehr unabhängig ist wie vorher, aber wir natürlich als Verlage oder als der großen, größeren Verlage, die wir eigentlich nicht sind, aber in dem Fall auch immer auf der Spielwarenmesse sind, kennen natürlich die von ihrer Professionalität her und da versprechen wir uns tatsächlich einiges, dass diese Zusammenführung das nochmal auf ein neues Level hebt. Das ist auf jeden Fall. Und die neuen Köpfe dahinter, die kommen ja eh auch aus der Brettspielbranche, sind ja auch keine Unbekannten. Also ich denke, da es wird sich in eine positive Richtung auf jeden Fall entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja auch Leute im Speziellen, die uns natürlich sehr vertraut sind als Heidelberg Games. Wer uns vielleicht noch nicht so als Verlag kennt, dann kann ich ja noch ein paar Worte zu uns verlieren. Viele kannten uns, also viele, die jetzt, sagen wir mal, älter als 17 sind, kennen uns vielleicht nicht aus den 70ern, aber aus den späten 80ern und 90ern, nämlich als Heidelberger Spieleverlag. Mhm. Wir wurden aber im Jahr 2016 von der Asmodee-Gruppe aufgekauft. Das war auch gleichzeitig mit dem Erfolg von Codenames von der Firma Check Games Edition, das denke ich auch sehr, sehr viele kennen, und wurden dann Teil der Asmodee-Gruppe und haben uns 2019 wieder selbstständig gemacht als Heidelberg Games und haben dann nach sehr kurzer Zeit auch wieder mit Check Games Edition unseren größten Partner präsentieren können und haben deswegen natürlich auch Verbindungen zu ehemaligen Asmodee-Mitarbeitern. Und es sind tatsächlich einige ehemalige Asmodee-Mitarbeiter aus dieser Zeit, die jetzt die Spiel in Essen führen. Also die wirklich wissen, wie man in einer großen Firma eine große Veranstaltung führen kann. Das kann man ihnen wirklich schon mal als Vorablorbeeren mit Sicherheit sagen, dass sie das können, ja. Also da bin ich ja wirklich gespannt, wie das im Nachhinein bei dir dann lief auf das Spiel, also welche Änderungen dann für dich dann wirklich sichtbar waren und ob sich das ja wirklich so positiv dann da darstellt. Bin ich gespannt. Ist natürlich, musst du geben, natürlich Robert und Christian, ist natürlich so, dass mein Job ist immer Dinge positiv darzustellen. Ne? Also Head of Marketing ist bei uns auch natürlich der die PR macht und natürlich ist meine Sicht der Dinge immer ein bisschen rosa-roter. Aber ganz ehrlich, ich sehe das ja nicht nur jetzt auf unsere Branche bezogen, natürlich das, was ich machen darf, natürlich mit Spielen arbeiten, das ist mein Job, ne? Ich habe ein super Produkt, selbst ein schlechtes Spiel ist besser als ein anderes Produkt, vielleicht in einer anderen Branche, ja? Weil dieses Spiel den Menschen nichts Böses tut, sondern immer versucht, ihnen was Gutes zu tun. Das ist einfach auch eine echt eine schöne Sache, dafür arbeiten zu dürfen, ja? Und wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, ne?
dann reduziert es halt auch den Stress so ein bisschen, ne, den man bei ja natürlich immer in der Arbeit hat, ne, den habt ihr auch, ne, das kennt ihr auch. Mhm. Aber das muss man sich halt immer sagen können, was für ein schönes Produkt habe ich, was für eine schöne Welt habe ich, in der ich arbeiten darf, ne, das hat man wirklich nicht überall, ja, und das ist keine Selbstverständlichkeit und da ist auch eine hohe Dankbarkeit bei mir dabei, dass ich das eben tun darf. Ja, und deswegen kann das gar nicht so schlecht. Wobei eine offensichtliche Änderung habt ihr bestimmt alle mitbekommen, nämlich dass ja die Hallen zum Beispiel umgeplant wurden. Ne? Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das hat ja jeder mitbekommen, denke ich. Und so sind wir jetzt nicht mehr in Halle 1, wo wir seit Jahrzehnten waren, egal ob selbstständig oder unabhängig. Und wir sind jetzt in Halle 2 tatsächlich, am Übergang zu Halle 3. Für uns also eine komplette, sozusagen erstmal Umgewöhnung, aber es geht fast allen so. Von daher sind wir wieder alle im selben Boot. Also, und manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man da so eine Änderung hat. Ob die jetzt gut ist oder man nicht so gut findet, das ist jetzt einfach so. Und bin ich einfach mal gespannt, ob ein paar Spieler auch bei uns vorbeifinden, obwohl wir den Platz geändert haben. Zufällig stolpern sie bei euch drüber. Wobei, typischerweise, also ich gehe ja dann meistens über die Spiel weniger so drüber latschen, sondern ich habe dann einfach meine Verlage, die ich einfach sehen möchte, die Spiele, die ich sehen möchte, weil es sind so viele Neuheiten, du wirst ja irre, wenn der einfach nur drüber latscht und klar, sich treiben lassen finde ich prima, aber du verlierst ja völlig den Fokus. Ja, das stimmt. Auf der einen Seite ist es das, was ich tatsächlich am meisten vermisse, wenn ich dort arbeite, dieses sich, ich will nicht sagen planlos, aber sich treiben zu lassen. Und ich mache das immer gerne. Also früher habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal schaffe, mich am Sonntag so treiben zu lassen, mir wirklich nochmal Zeit zu nehmen. Dieses Jahr habe ich mir alles voller Termine gepackt. Aber ich bin ganz ehrlich, manchmal lasse ich dann auch nur meine Kollegen noch den einen oder anderen Termin mehr machen. Aber eigentlich hatte ich mir immer vorgenommen, immer so einen Tag, 3 Stunden selber über die Messe zu gehen. Und zwar nicht zu den großen Verlagen tatsächlich, weil die machen natürlich auch alle eine sehr gute Presse- und Medienarbeit, sondern eher mal so zu gucken, was denn sonst noch so da ist und was einen einfach so staunen lässt, was man vielleicht verpasst hat. Ne? Mhm. Die Hidden Gems. Schon, ja, die Hidden Gems, einfach auch zu sehen, was machen andere, was ist so ein bisschen ja den Finger auf dem Puls der Zeit haben, ne? Also was könnte gehen, was kommt irgendwann, ne? Was wird mal ein großes Spiel, aber einfach auch mal zu gucken, wie sind die Menschen, was tun die und was freuen die sich, lachen die, wenn sie spielen, rennen die überall rum, sind die alle nur gestresst, einfach das einfach auf sich wirken zu lassen auch. Mhm. Das ist auf jeden Fall und man findet immer irgendwas von dem man A, noch nie gehört hat und B, immens positiv überrascht ist. Und ja, das geht mir auch ein bisschen ab dieses Jahr, weil ich nicht hingehen kann, sag ich mal so, dass ich da eben durch die Hallen schlendere und schaue, was haut mich dieses Jahr wirklich um. Ja, nächstes Jahr wieder. da ist man wieder vor Ort und dann treffen wir uns auch. Also ich kann jetzt schon mal vorausschicken, dass du definitiv was verpassen wirst. Natürlich die anderen Verlage auch, aber natürlich vor allem uns. Aber glücklicherweise war ja Christian bei uns auch auf dem Burg-Event, den wir dieses Jahr zum ersten Mal vorgestellt haben, wieder nach langer Zeit, bis wir sie durchgeführt haben und dort Neuheiten von uns bereits im ersten Halbjahr vorstellen konnten, die jetzt ja auf der Spiel in Essen von uns erscheinen. Ja, aber streue ruhig noch Salz in die Wunden, dass ich nicht kommen kann. Das kommt immer gut. Also wir machen ja das Spiel Spicy. Es war ja vorhin im Vorgespräch mal kurz die Rede davon. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wir machen ja das Spiel Spicy und somit das Salz in die Wunden streuen. Also Salz ist gar kein Spicy. In Spicy übrigens sollte man vielleicht eine zweite Ausgabe mit Salz machen. So ein bisschen Chili-Salz. Ein bisschen Chili-Salz streue ich sehr gerne in deine Wunden. Habe ich jetzt gar keinen Schmerz damit. Den hast ja du. Ist okay. Wir werden jetzt hier auch noch einen Fehler ausräumen, den wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben in der letzten Folge Spiele genannt, die wir in den Urlaub mitnehmen würden. Und ich schreibe es jetzt einfach mir auf die Fahne, dass wir den wichtigsten Titel dabei einfach vergessen haben. Nämlich Spicy. Und Spicy ist deswegen auch so peinlich, A, weil es unglaublich toll ist und B, weil ich es im Urlaub dabei hatte. Es tut mir unglaublich leid und es ist schön, dass du trotzdem noch mit uns sprichst und mal schauen, wie wir den Fauxpas wieder gut machen können.
Ich glaube, es war ja eher so der Ansporn, dass ich mit euch spreche, dass ihr es weggelassen habt. Dann muss er mit uns reden. dann muss er das ja klarstellen. Nein, das ist alles gut. Es gibt einfach so viele tolle und gute Spiele, die man auch unterwegs spielen kann. Oder mir hat das auch gut gefallen. Ihr hattet im Podcast erwähnt, dass Leute ihre Spiele kleinschneiden. Habt ihr das genannt? Also die Schachteln wegmachen oder die Schachteln kleinschneiden, um den mitnehmen zu können. Und auch das Grausen darüber, dass man sowas tun könnte. Also es gibt einfach so viele Spiele, groß oder klein, die man mitnehmen kann, das kann schon auch passieren. Also da ist jetzt gar keine, da sind jetzt gar niemand beleidigt, aber natürlich ist auch mein Job, habe ich ja gesagt, auf sowas hinzuweisen, wäre ich ja doof, wenn ich es nicht täte. Außerdem hätte ich auch noch Hungry Monkey mitnehmen können, dann hätte ich euch geliebt. Das haben wir uns völlig verschissen. Ja, ich werde mir überlegen, wie ich Buße tun kann, auf jeden Fall. Und da lassen wir uns was Schönes einfallen. Da machen wir dann ein schönes TikTok draus, wie wir Buße tun dafür, dass wir den Spielen Unrecht getan haben. Da freue ich mich natürlich dann schon drauf, weil eigentlich wäre jetzt Essen eine gute Gelegenheit gewesen, weil ich habe mal von meinen Kollegen aus Südeuropa gelernt, dass man sich von Content-Creatern ja immer Geschenke mitbringen lässt. Ich war da immer ganz verwundert am Anfang. Ich habe das schon viele Jahre gemacht, den Job zu diesem Zeitpunkt erzähle ich immer wieder gerne. Und war dann bei unserem Partner, in dem Fall Horrible Guild, die wir ja auch zum Teil in Deutschland vertreten mit tollen Spielereien wie Similo und Railroad Inc. Und kommt ja eine Neuheit dieses Jahr, reden wir gleich noch drüber. Ne? Aber ich kam dahin, habe dann auf den dortigen Pressevertreter gewartet, den Alessandro, und kam ständig Leute mit Geschenken vorbei. Und sage ich, was sind das für Leute? Sag, das sind lauter Content-Creator, die bringen mir immer Geschenke mit. Die schenken denen ja jemanden Spiele, ne? Und ich so, was? Ich kriege überhaupt nichts, ne? Das stimmt übrigens nicht, dass ich überhaupt nichts kriege. Ich kriege auch von oft Veranstaltungen so ganz, ganz liebe Leute und alle, die mir was bisher mitgebracht haben, vielen, vielen Dank. Also nicht falsch verstehen, aber es ist einfach nicht Usus bei uns. Und ich war dann so, und er so, das war halt so eine Backschisch-Mentalität. Das war großartig zu sehen, wie was die da alles ankam. Ich sag, da mache ich was falsch. Also wenn ihr jetzt auf der Messe gewesen wärt, hätte ich jetzt einfach eine Bestellung aufgegeben. Aber klar doch. An alle Content-Creator, die das jetzt nur hören, bitte was mitbringen. Nein, das war ganz, also das war jetzt, nein, das habe ich nur zufällig erwähnt. Das war mega Zahnfall. Ich habe dieses Jahr, ich habe einen Werksteller gesagt, der soll so eine Waage holen, weißt du, so eine richtig öffentlich große, alte Waage mit so links, rechts, wo man dann so Sachen immer abwiegen kann, wenn der nächste kommt. Legen wir die Sachen neben dem vom vorigen drauf und gucken wir mal, was ist schwerer oder besser. Und sagen wir so, ja, ein Kut Naora oder vielleicht doch keins. Man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal gerade den Schwung mitzunehmen mit der Waage. Eine Neuheit, die ihr dieses Jahr dabei habt, also ich schwenke jetzt in einem super Übergang auf die Neuheiten, falls ihr es nicht gemacht habt. Wahnsinn, wie du das machst. Das genau, also das ist so eine Oscar-würdige Überblende jetzt, würde ich mal sagen. Ja. Nee, bei einer Waage, da habe ich so ein Bild, da kommt mir so ein Spiel in Sinn, das heißt The Great Split. Das darf dir gerne in den Sinn kommen. Das hast du wunderbar gemacht. Das ist nämlich sofort den Fan auf The Great Split. Eben von der angesprochenen Firma und vom Verlag aus Italien, aus Mailand stammen die Kollegen. Das ist Horrible Guild. Die machen auch viele ihre Produkte gerne erstmal als Kickstarter oder im Crowdfunding und bringen die danach auf den Markt. Eins, das sie direkt gebracht haben hier, ist The Great Split. War letztes Jahr als multinationale Version bereits auf der Messe, war dann aber eben noch nicht auf Deutsch erhältlich und wir werden es dieses Jahr auf Deutsch dabei haben und ich würde sagen, das ist ein leichtes Kennerspiel, schon fast ein Familienspiel und wir sind ja hier so ein bisschen unter uns in dem Podcast. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so viele Einsteiger und Familienspiele dabei haben. Von daher kann man gut sagen, es ist ja so ein, wie nennt sich dieser nette Mechanismus mit You Choose, I Split oder andersrum, I Split, You Choose. Ich kenne mich mit diesen ganzen neuen Anglizismen gar nicht mehr aus und das ist ein Spiel, ja, wo wir auf der einen Seite was sehr Normales machen oder sehr Schönes machen. Wir sammeln Kunstgegenstände, Wertgegenstände, auch Diamanten, Edelsteine, aber wir haben Sachen, die in Karten repräsentiert werden, diese Wertgegenstände und diese Kartenhand, die wir haben, mehrere Karten, die wir auf der Hand haben, die können wir nicht einfach so nehmen, sondern wir müssen die immer aufteilen, in einen kleinen Umschlag tun und dann immer unserem Nebenmann, unserer Nebenfrau geben und die darf sich dann immer etwas rausnehmen. Das mache ich zum Beispiel, ich glaube, immer nach links. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig.
Und bekomme im selben Umschlag auch von rechts. Ne? Und dann kann ich mir immer die dementsprechenden Sachen rausnehmen und natürlich lebt das Spiel dann hier von dieser mit dem Zwiespalt, dass ich natürlich so ein Angebot so interessant gestalten muss, natürlich, dass der andere das nimmt, was ich gern hätte, dass er nimmt, aber nicht das nimmt, was ich eigentlich behalten will und hofft natürlich, dass ich auch was Interessantes selber bekomme. Da hatte ja der Robert auch schon einen Blick drauf geworfen auf das Spiel. Letztes Jahr, genau, ja. Genau, letztes Jahr die die internationale Version. Was hat dich da besonders dran angesprochen? Wenn ich mal fragen kann. Das ist jetzt echt gemein. Das ist über ein Jahr her. Eiskalt erwischt. Also ich glaube, es hat ihn erstmal die optische Präsentation angesprochen. Oder, Robert? Das kann gut sein, dass ich da einfach mich habe vom optischen Eindruck habe leiten lassen. Ja, verdammt. Durchaus. Hat er dich gerettet? Auf mich einen Verlass. Das hat ja natürlich so ein ganz erstmal schönes Cover hier, auch von einem bekannten Künstler illustriert. Und wenn ich jetzt mein Mikro ein Stück hochschieben würde, könnte ich seinen Namen lesen. Ich glaube, es ist Santiago Dingsbums. Eigentlich hat er sehr viele Sachen illustriert. Oh Gott, mir will der Name nicht einfallen. Aber das Cover ist so ein bisschen so Art Deco-mäßig und das zieht natürlich schon im ersten Schritt in seinen Bann. Santiago, genau? Santiago Weberson. Weberson, genau. Oder also Weberson. Der hat so einen ganz eigenen Stil, der illustriert also für viele Verlage Dinge. Ich finde, der hat einen echt schönen Stil und gerade es gibt so ein bisschen so einen 20er-Jahre-Flair, diesem Cover. Und dann hat man natürlich so nachher so Double-Layer-Boards, wo man dann ganz viel dieser Werte, die man da gewinnt, eben was ich vorhin erwähnt habe, Kunst, Edelsteine, Geld, die man dort so abträgt. Letztendlich, das sieht dann ganz gut aus, aber jetzt vom Spielerischen her geht es natürlich darum, da am meisten Werte zu generieren, um natürlich am meisten sozusagen Punkte, Siegpunkte am Schluss, darum geht es ja, zu haben, um das Spiel zu gewinnen. Aber gerade diese netten Umschläge, die man hat, wo man die Karten reinsteckt, die auch einfach ganz hübsch gestaltet sind, ne, das ist natürlich schon, was das Spiel auszeichnet gegenüber anderen Spielen. Und vielleicht eine Kleinigkeit, dass man es halt sehr gut auch zu siebt spielen kann, weil es gibt es 7 Personen, da man immer nur nach links und rechts tauscht. Sagen wir so, das Sweet Spot ist es ab 3 Spielern und ob das dann bis zu 7 geht, ist tatsächlich egal, weil man immer nur nach links, rechts tauscht. Also es gibt da keinen Zeitverzug sozusagen im Spiel, ne? Also keine weitere Downtime. Und das macht das Spiel natürlich sehr, sehr cool an der Stelle und halt auch sehr interaktiv. Wenn man dann natürlich das Optimieren, das ist natürlich ein bisschen solitär, ne? Dass man solitär schaut, okay, was kann ich jetzt da mit den Karten machen, mit den Werten machen, die mir dazu geschustert wurden. Robert, muss ich beim nächsten Spiel auch retten oder geht's dann? Schau mal, was ist denn das nächste Spiel? Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, boah, das spricht mich voll an, das ist voll toll. Ja. Nee, aber nachdem wir jetzt ein Spiel für viele gehabt haben, würde ich sagen, gehen wir aufs nächste, das jetzt für wenige ist, nämlich für 2 Personen. Und da ist auch was Besonderes, das kommt nicht nur unter Heidelberg Games raus, sondern, wie du vorhin gesagt hast, ist auch ein komplett neuer Autor, oder? Genau, ist von Alexander Schreiber und kommt nicht nur unter Heidelberg Games raus, denn ich denke, einige Spiele werden so als unsere Spiele wahrgenommen. Ich hatte ja vorhin Codenames angesprochen, ist ja in Wahrheit ein Jack Games Edition Spiel. Und das neue Spiel Time Division, so wird das Spiel heißen, habe ich heute übrigens, also heute an dem Tag der Aufzeichnung, habe ich das Spiel zum ersten Mal in Hände gehalten als fertig produziertes Spiel. Haben wir halt komplett im Verlag selbst entwickelt. Das heißt, der Autor hat uns den Prototypen eingereicht, einer von vielen Autoren, und wir haben den eben ausgewählt und haben uns dann halt überlegt, wie wir dieses Spiel am besten präsentieren. Und das ist ein reines 2-Personen-Spiel, also es gibt auch nicht 3 oder 4. Das ist ein Battle 1 gegen 1. Und das würde ich sagen, hat zwar sehr einfache Regeln, weil es ein kartenbasiertes Spiel, aber es ist schon eine große Herausforderung, weil es hat einen kleinen Deckbuilding-Mechanismus. Also man hat am Anfang eine Draft-Runde, wo man seine Karten wählt. Und innerhalb dieser sehr kurzen und prägnanten Draft-Runde tatsächlich, ne, kommt es einfach darauf an, dass man die Karten auch kennt. Also es ist ein Spiel, das davon lebt, dass ich die Karten bereits kenne. Das heißt, die ersten Runden werden tatsächlich erstmal zum Kennenlernen dienen, um zu wissen, was tun diese Karten.
Und ihr habt da ja ein Zeitreisethema eigentlich mit dabei. Heißt, es geht über drei Epochen des Spiels mit jeweils unterschiedlichen Kartensets und entwickelt sich dann auch eben in Das ist richtig. Jetzt musst du mich retten gerade. Das ist wunderbar, dass du das sagst. Nee. Ja. Also nicht nee, sondern ja. Also das Zeitreisethema ist wunderbar. Es verbindet die drei Zeitalter. Wir hatten einen Prototypen, das das Spiel quasi in drei Zeitaltern darstellte. Die waren zu dem Zeitpunkt nicht verbunden. Und in diesen Zeitaltern hatten unterschiedliche Schwierigkeiten. Und wir haben uns tatsächlich erst eine Verlagssache, wir hatten uns überlegt, also wie können wir diese drei einzelnen Kartenspiele mit wenigen Karten sozusagen, wie können wir die verbinden, wie können wir die zu einem gesamten Spielerlebnis machen? Und haben uns dann für dieses Zeitreisethema entschieden, um zu sagen, na, du kannst einmal dieses Zeitalter, das ist zum Beispiel das alte Ägypten, oder du kannst ein anderes Zeitalter, aber es ist das Mittelalter, sehr klassisch. Oder natürlich, wer kennt das nicht, die 80er Jahre spielen und gegeneinander antreten. Und so ist dieses Zeitreisethema entstanden. Und wir haben auch an der Regel dann etwas geändert, gemeinschaftlich mit dem Auto, um diese Zeitalter miteinander zu verbinden. Es wird aber so sein, dass man auch jedes Zeitalter tatsächlich alleine spielen kann und als einzelnes Spiel erleben kann. Und das Spiel dauert dann tatsächlich auch nicht lange, wenn ich meine Karten mal kenne. Aber ich will, wie gesagt, nicht verhehlen, dass man seine Karten erstmal kennenlernen muss. Die gute Nachricht ist aber, Leute, es sind nicht sehr viele Karten. Es sind weniger als 20 Karten, die man da hat pro Zeitalter. Und von daher ist es gar kein so großes Lernen und kein so großes Erlernen, sondern das ist eher ein Kennen und ein den Gegner dann später einschätzen können. Eben zum Schauen, welche Kombos sind cool, was muss ich verhindern beim anderen und was möchte ich selber für mich beanspruchen, oder? Ganz genau, es wird nämlich dieser Draft-Mechanismus, der zwar von der Technik her klein und fein ist, aber von der Wirkung her sehr, sehr groß und der ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels tatsächlich. Wie geht der Draft-Mechanismus? Werden alle Karten sind von Anfang an bekannt, denn bei den Draften am Anfang werde ich mir immer eine Karte selbst nehmen. Also ich habe drei Karten, ich nehme mir eine selbst, die behalte ich. Ich gebe eine Karte meinem Gegner und ich lege eine Karte in so eine Art Nachziehstapel, auch wenn man da gar nicht nachzieht, sondern immer nur Karten später ins Spiel reinholen kann. Ist also kein klassischer Nachziehstapel, sondern kann genutzt werden, um weitere Karten ins Spiel zu bekommen. Das heißt, diese drei Karten weiß ich ja, wo die dann sind. Mein Gegner macht ja dasselbe. Die einzige unbekannte Karte, wie ihr jetzt merkt, wird in diesem Pseudo-Nachziehstapel sein. Das heißt, am Ende dieses Drafts haben wir nämlich alle jeweils sechs Karten auf der Hand. Also ich habe sechs Karten, mein Gegner hat sechs Karten. Und es sind sechs Karten im Nachziehstapel, von dem ich aber auch wiederum drei Karten kenne, weil ich die ja reingelegt habe. Also man merkt, Glück spielt hier gar nicht so eine große Rolle, sondern ich weiß, wer welche Karten haben könnte, bis auf drei Stück. Und dann habe ich auf den Karten einfach Funktionen, die sagen, diese Karte bedingt etwas, dass eine andere Karte etwas nicht tut. Der Spielmechanismus, den kann ich mich auch ganz kurz erklären, ist auch super simpel. Die Karten haben Werte, die gehen von 0 bis 10. Wobei die 0 natürlich der niedrigste ist, die 10 der höchste, die haben auch unterschiedliche Funktionen und die anderen sind alle doppelt, also 2-1er, 2-2er und so weiter. Der Punkt ist aber, wir spielen die Karten nacheinander aus und immer der mit der höheren Karte an Wert, also wenn man eine 5, ja, darf entscheiden, was dann passiert in diesem Spiel. Ich habe eine 5, du hast eine 2 gespielt, ich entscheide. Und zwar entscheide ich mich für Folgendes. Nehme ich meine Karte als Wert, nämlich diese 5 ist auch ein Punktewert letztendlich, den ich mir in meine Auslage nehmen darf. Oder entscheide ich mich dafür, ich spiele die Funktion, die diese Karte hat. Jetzt kann natürlich sein, dass meine 5 etwas sagt, das ist jetzt ein falsches Beispiel, hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Um Gottes Willen, der Entwickler wird mich töten. Aber ich glaube, bei der 4 ist es so, da gibt es eine Karte, die sagt einfach, nimm dir die gegnerische 4. Also wenn ich sage, ich behalte meine Punkte, lege sie bei mir aus, dann spielen wir aber zuerst die Funktion der gegnerischen Karte, machen wir immer, es wird immer erst die Funktion gespielt. Und da steht drauf, nimm dir die 4 des Gegners, dann ist es natürlich blöd, dann bekomme ich gar nichts. Ne? Also will ich das nicht. Also will ich dann vielleicht lieber meine Funktion spielen und er bekommt seine Punkte. Ne? Das ist also ein ganz einfacher Mechanismus. Der mit der höheren Kartenwert entscheidet, aber dann wird eben geguckt, was machen diese Funktionen, die einzelnen Karten haben. Das ist schon alles. Also das ist wirklich das ganze Spiel.
Man muss das halt kennen und dann kann man sich auch ein bisschen ausrechnen, wer hat welche Karte. Und diese Funktionen werden je nach Zeitalter, also Ägypten ist hier das einfachste Zeitalter, eher so klassisch, was ich gerade erzählt habe. Dann gibt es das Mittelalter, da gibt es Karten, die haben so eine Zeitverzögerung, kennt man auch aus anderen Spielen. Also die werden nicht sofort gewertet, sondern die kommen quasi auf so einen Zeitwartestapel und werden dann in der nächsten Runde erst gelten, die, wenn man spielt. Also wir erinnern uns, wir haben ja nur 6 Karten auf der Hand, also sind es eigentlich nur 6 Runden, mehr oder minder. Es können auch mal 7 werden, durch diverse Funktionen. Und dann haben wir noch als drittes Zeitalter die 80er Jahre. Und die sind total durchgeknallt, durchgedreht. Da hat es noch mal mehr Funktionen. Da werden auch Karten umgedreht und die verändern Werte und so weiter. Und das ist aber auch sozusagen das schwierigste Set dann, um das zu beherrschen. Aber hat natürlich irgendwie auch die durchgeknalltesten Illustrationen. Wer tatsächlich daran Interesse hat, dem sei auf jeden Fall geraten, da erstmal 2, 3, 4 Partien zu spielen, bevor man da sicher ein gutes Bild davon macht, weil da allein durch die Wahl der Karten und die Erfahrung dann einfach das Spiel so richtig Form annimmt. Also nicht gleich beim ersten Mal entscheiden, ob man spielen möchte oder nicht, sondern wirklich mehrere Partien Zeit nehmen und dann direkt losstarten. Am besten immer denselben Gegner nehmen, dass beide dieselbe Lernkurve haben und sich dann immer spannendere Duelle liefern können. Ja, ich meine, du hattest ja die Gelegenheit. Ich hoffe, das Ja, es zumindest nur mal zu sehen, aber diesem Burg-Event, den wir im ersten Halbjahr hatten, hier in der Nähe von unserem jetzigen Standort Miltenberg in der Nähe. Und dort auf der Burg konnte man sich schon anschauen. Das war zum Beispiel für uns aber ganz wertvoll auch, weil wir natürlich bei diesem Event noch gemerkt haben, also wie der Feinschliff noch fehlt an dem Spiel, wie Schwierigkeiten waren, auch bei dieser wichtigen Draft-Phase am Anfang, dass Leute, die ich zum Beispiel auch vielleicht nicht so verstanden haben, ne, also verstanden haben, wieso das ist integraler Bestandteil des Spiels, das musst du kennen, ja. Also das ist jetzt kein so, das stört mich jetzt, ja, sondern das gehört natürlich dazu dann und auch, wie ich damit umgehe und wie das quasi angelernt wird sozusagen in der Regel, ne. Und wir haben zum Beispiel entschieden, dass auf den Karten ist gar kein Kartentext drauf, sondern tatsächlich nur Symbol geprägt, es sind nur Symbole drauf. Wir haben ja auch andere Kartenspiele in den letzten Jahren gehabt, wo du zum Teil Text hast, zum Teil nichts, ne. Und ich dachte ja auch am Anfang, Text wäre besser tatsächlich, das immer zu erklären. Gab ja das ein oder andere fantastische Spiel, das in irgendwelchen Reichen stattgefunden hat. Ne? Da muss man eben relativ viel lesen. Und das ist halt, ja, das kann Vor- und Nachteil haben. Wir haben uns also dafür entschieden, das nicht so zu machen, sondern dass du quasi diese Symbole lernen musst. Die sind aber immer gleich. Und die sagen dann auch immer, welcher Ort gemeint ist auf dem Spielfeld. Also ist es meine Auslage, ist die gegnerische Auslage und so weiter. Ne? Aber dann dir immer leichter fällt, das zu verstehen und du musst das halt nicht neu lernen und du musst nicht immer ewig lesen, sondern du siehst eigentlich die Symbole und verstehst das dann natürlich. Im ersten Moment ist es natürlich ungewohnt, aber es ist nicht ungewohnt, aber du musst natürlich im ersten Moment gucken, oh, was heißt denn das jetzt? Ah, okay, ich lege meine Karte vor mir ab und lese mir dann die gegnerische Karte durch. Sowas in der Art. Und das ist halt eine eigene Symbolsprache, die wir hier gewählt haben. Habe mich aber dann auch von der Redaktion überzeugen lassen, dass es, wenn man halt mehr als einmal spielt, es wirklich besser ist und leichter zu verstehen ist, auf wie wir das als Mensch leichter mit auf einen Blick erfassen können, als wenn man immer diese ganzen Texte durchlesen muss. Ja. Ne? Ich will auch nichts gegen Texte per se sagen, ne? Aber es ist einfach aufwendig und erfordert dann mehr Zeit. Und gerade weil wir ja nicht so viele Karten haben im Spiel, also pro Zeitalter, ich musste ja erstmal im Zeitalter kennenlernen, ist es eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Und nach dem ersten Spiel habe ich dann, sage ich mal, einen Großteil der Symbole sofort parat, wenn ich es sehe. Ne? Ein paar muss ich noch nachschauen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, es komplett nochmal die Regeln nachzulesen. Ist natürlich nochmal im Regelbuch hinten abgebildet, dass man nochmal genau das Wording nachlesen kann. Aber während dem Spiel braucht man es tatsächlich gar nicht. Und das macht es natürlich durchaus flotter zu spielen dadurch. Kann ich unterstreichen. Wobei, wie gesagt, die erste Partie, das ist auch eine reine Lernpartie, die ist ein bisschen zäh, aber dann geht es leichter von der Hand und man weiß auch, was man tut und was im Spiel überhaupt passieren wird. Nee, da kann ich dir quasi recht geben. Wir werden zum Beispiel auf dem Spiel in Essen auch diesen Draft-Teil erstmal kurz weglassen bei den Leuten und für die erste Demo oder die Demo nicht mit anfangen, dass die draften, sondern die werden mit einem fertigen Set erstmal spielen. Die haben schon ihre 6 Karten auf der Hand, ne? Und spielen die dann runter und lernen dadurch dann sofort, aha, die Symbole. Und danach werden, also quasi fangen das nicht mit dem Draft an und spielen dann, sondern wir fangen das mit dem Spiel an, sozusagen. Mhm. Und dann lernen die dadurch, okay, ja, die macht ja das und das ist jetzt wirklich gar nicht so optimal. Und dann machen wir erst den Draft danach, ne? Statt jetzt irgendwie das lang zu erklären, was ja langweilig ist, finde ich, wenn jemand immer lang erklärt und man kommt gar nicht zum Spielen, wenn man sagt, nein, wir spielen direkt los, ihr wisst gar nicht, was da steht, lest einfach los, was da steht, spielt das durch und danach
paar Karten, es sind ja wie gesagt eigentlich nur 6 bis 7 Runden, werdet ihr merken, so, aha, so funktioniert das. Und dann könnt ihr sagen, ah, jetzt bin ich aber für den Draft bereit, ne? Und dann macht es auch Sinn. Mhm. Das haben wir zum Beispiel auch auf diesem Burg-Event mit euch oder mit dir gelernt, ne, dass es quasi gar keine gute Herangehensweise war, jetzt in der Öffentlichkeit, natürlich, wenn man zu Hause ist, was anderes, wenn man das Spiel sich gekauft hat, dann hat man die Zeit, sich das durchzulesen, ne? Aber jetzt auf der Messe, das so zu präsentieren, dass du mit einem Draft anfängst von Karten, die du nicht kennst, die du nicht verstehst, und ich hatte ja vorhin ein anderes Spiel erwähnt, ne? Das zieht es natürlich in die Länge, und trotzdem können Spiele natürlich fantastisch sein, wenn man die erstmal erlernen muss an der Stelle. Drafting macht ja, wenn du die Karten gar nicht kennst, auch relativ wenig Sinn, weil du musst dich ja erstmal in die Karten ein bisschen eingeschwungen haben, um eben vernünftig draften zu können. Ganz genau, du müsstest dir alle Karten vorher durchlesen. Und klar, das kannst du natürlich zu Hause machen, wenn du dir so ein Spiel erwirbst. Und das ist halt integraler Bestandteil von diesem Spiel Time Division. Wie gesagt, wo es dann eben diese 3 Zeitalter gibt. Und je nach Erfolg des Spiels kann man sich natürlich noch weitere Zeitalter vorstellen. Wir hatten gerade auch online bei jemandem eine Umfrage laufen, also eine Mini-Umfrage, machen wir Vorschläge, ob ich in Zukunft auch andere Zeitalter vorstellen könnte. Also da können wir uns auch überraschen lassen, weil dieses Prinzip mit diesem sehr schnellen Draft sozusagen, 6 Runden, das sehr viel bekannt ist, und dann einfach Funktionalitäten, die sich gegenseitig auskontern sozusagen über mehrere Runden, das ist natürlich schon einfach ein spannendes Thema. Und natürlich lässt sich das ist hier das der Wiederspielreiz ist das Entscheidende tatsächlich. Für uns auch ein Risiko, weil wir so ein Spiel noch nie gemacht haben, muss man ganz klar sagen. Weil natürlich, wir haben es erwähnt, Spicy Hungry Monkey vorhin, ne? Das sind schnelle Spiele, kommt man ganz schnell rein, sind für jedermann, sind für Families, aber für uns auch ein großer Wunsch, auch mal wieder so ein Spiel zu machen tatsächlich. Das würde ich jetzt dann bloß als Schlusswort nehmen für Time Division, damit wir heute auch mit den restlichen Neuheiten noch vorankommen. Genau, weil die Zeit schreitet ja voran, und selbst wir haben noch 2, 3 weitere Neuheiten, auch wenn wir nicht der Verlag mit 100 Neuheiten pro Einzelverlag sind, das sicherlich nicht, das sind andere, aber ich hätte da noch einen, sage ich mal so, oder 2. Ich hätte auch noch eins, über das ich gerne ein bisschen mehr hören möchte, weil es auch auf meiner persönlichen Essen-Top-10 gelandet ist. Das ist, ich kann mich jetzt nur blamieren beim Aussprechen. Absolut, es gibt ein ganzes Video der Autoren darüber. Zumindest nicht, wie man das Spiel ausspricht, aber wie man ihre Namen ausspricht. Also sei dankbar, dass du die nicht aussprechen musst. Kutnaora, so sprechen wir es aus, also kein H hinten. Kutnaora, da nehme ich den Ball gerne auf. Das habe ich auch selbst jetzt schon mehrfach gespielt. Vor allem zuletzt sogar öfters als unser eigenes Spiel. Was aber daran liegt, dass ich natürlich bei dem anderen Spiel das natürlich so oft vorher im Prototypenstadium gespielt habe. Kutnaora habe ich jetzt zuletzt aber sehr viel gespielt. Und Kutnaora, eigentlich Kuttenberg, ist ein Ort, der liegt östlich von Prag. Ein Ort, den man aus dem Mittelalter kennt, der für seine Silberminen berühmt war. Und genau darum geht es hier auch, um das Scheffeln von Silber. Es ist ein richtiges Eurogame, kann man mal so sagen. Ganz klassisch, in dem sehr viele Mechanismen miteinander verzahnt sind, extrem verzahnt sind in dem Spiel, wo alles Dinge ändert, gehe ich gerne noch mal näher drauf ein, und wo es am Ende natürlich darum geht, am meisten Siegpunkte oder Ansehenspunkte zu machen. Tatsächlich ist die Währung im Spiel sind Groschen, aber diese Silbergroschen sind am Ende gar nicht so viel wert, sondern all die anderen Dinge, die man gemacht hat, ob man die Stadt ausgebaut hat, ob man Minen gebaut hat, ob man ein hohes Einkommen hat, also nicht die Groschen, sondern das Einkommen ist wichtig, und dann aus all diesen Dingen generieren sich Siegpunkte auf eine Siegpunktleiste am Ende des Tages, und wer da am weitesten vorne liegt, gewinnt. Das ist sicherlich nicht neu, aber die Neuheit liegt woanders. Michael, das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Bild gesehen habe bei euch auf der Homepage, das ist ja nur die Box, die Münzen und die quadratischen Kärtchen. Ich dachte, ist das Memory mit Münzen? Sorry, aber das war wirklich mein erster Eindruck. Man muss sich tatsächlich gar nichts memorieren in dem Spiel, aber das waren die ersten Sachen, die wir auch bekommen haben. Das ist übrigens ganz lustig immer, weil er auch so ein bisschen, ja, sagt, plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkissen, wie läuft sowas, ne? Wir kriegen sowas ja auch gepitcht, ne? Wir sind jetzt nicht der Originalverlag, sondern Check Games Edition, die ja auch auf der Messe sind, übrigens jetzt in Halle 3 statt in Halle 1, kleiner Tipp. Also wir sind beide aus Halle 1 raus, die in 3, wir in 2, aber durch den Durchgang weiter hinten sehr nah miteinander verbunden eigentlich.
Und auf jeden Fall, Czech Games Edition hat uns das auch so gepitcht. Das heißt, sind die ersten Bilder, die wir kriegen, waren die Plättchen. Warum kriegen wir die als erstes? Weil die fertig illustriert waren. Ne? Ah. Und dass diese Plättchen nachher zwar wichtig sind, weil es handelt sich um die Gebäudeplättchen meines Wissens nach, die dann auf den Spielplan kommen, ne? Aber im ersten Moment hast du vollkommen recht, denken sie auch so, aha, was ist das? Und dann gab es noch ein Bild, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, von so einem Cardboard-Computer, haben sie das in der Präsentation genannt im Frühjahr. Jetzt heißt es nur noch Kartenhalter, glaube ich. Da kann man, ich habe meine Regel nachgeschaut, die ist jetzt auf Deutsch heißt, da hat man sich sehr neutral gehalten einfach, aber ich fand das Cardboard-Computer eigentlich ein schönes Wort, als wir alle noch Englisch sprechen mussten bei dem Spiel. Wir machen ja die deutsche Ausgabe eben, die jetzt hier zeitgleich erscheint mit der englischen. Und das ist so eine Marktmaschine, haben wir das intern bei uns genannt, ja. Und das ist, was das Spiel ganz besonders macht, weil diese Marktmaschine, die ändert durch unsere Handlungen, die wir als Spiel ausführen, immer wieder die Preise für die Dinge, die entweder wir bezahlen müssen oder für die wir Einkommen bekommen. Und das passiert nach jedem Spieler. Das heißt, Vorteil ist es, eine höhere Interaktion da. Kleiner Nachteil ist, man muss schon gucken, was der Markt macht, bis man wieder dran ist. Und man muss sich auf Eventualitäten vorbereiten. Also man kann seinen Zug nicht ewig lang vorplanen, während die anderen dran sind, weil man muss sich auf die Marktgegebenheiten einstellen. Das war das, was bei mir dann so den Ausschlag gegeben hat, warum ich das unbedingt spielen will, weil eben, wie nennt sich so schön, der Warenkreislauf dynamisch durch die Aktionen angepasst wird. Mhm. So steht es, glaube ich, mit drin. Und ja, finde ich spannend. Also ich hab's im ersten Moment, als ich das gelesen habe, ne, auch gedacht so, ja, PR, ne? Schöne Produkt-PR-Geschichte, was sie da reingeschrieben haben, wusste nicht so recht, was ich damit anzufangen habe, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und das klingt dann erstmal gut. Und dann habe ich es einmal gespielt und dann dachte ich mir so, so mit den halben Regeln gefühlt, weil tatsächlich so, dass die Regeln zu dem Zeitpunkt noch nicht ausformuliert vorlagen, sondern halt nur technisch vorlagen. Also so nimm dies, tu das, ne? So mit Pfeilen und Symbolen, also jetzt gar nicht so ausformuliert. Und das hat mir dann schon gut gefallen, dann haben wir es nochmal nachgeschaut, damit wir alle Regeln auch richtig spielen und damit es auch passt und dies und das. Und hat mir dann wirklich wahnsinnig gut gefallen. Gerade dieses Dynamische. Also ich bin persönlich auch nicht so der Eurogamer im Sinne von Solitär vor sich hinspielen. Das kann man machen, ist eine wunderbare Sache, aber ist persönlich nicht meins. Und das verbindet dieses Spiel eigentlich ganz gut. Diese Marktmaschine, die Preise ändert. Und wie passiert das? Dadurch, dass ich halt Gebäude baue, dass ich Waren produziere oder ähnliche Dinge, wobei ich nicht wirklich Waren produziere, sondern die sind vorhanden in einer gewissen Anzahl auf meinem eigenen Spielertableau. Dadurch ändern sich die Preise für die Dinge. Ja? Und das heißt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ich möchte ein Gebäude errichten und dazu brauche ich Holz. Ne? Kennt man ganz klassisch. Aber leider wurde der Holzpreis nach oben getrieben, weil es sehr viel Nachfrage gibt. Es wurde nämlich sehr viel gebaut, auch von meinen Kollegen. Dann geht der Holzpreis nach oben, weil natürlich weniger Holz da ist sozusagen. Und das wird mit dieser Marktmaschine, mit diesem Kartenhalter gezeigt, indem dort eben die Werte sich ändern tatsächlich. Wo nach gewissen Regeln die Karten, da stehen Karten drin mit Werten und da sind Schieber drin, die das eben verändern. Und also die Wertanzeige, die wird geändert. Man kann das ganz gut auf dem Bild sehen. Das müssen wir jetzt natürlich nachschauen. Das kann ja jeder machen. Und dadurch ändern sich diese Werte. Also kann dann auch ein dramatischer Preisverfall mal stattfinden. Ne? Ich hatte zum Beispiel mal eine Bierbrauerei gebaut und war ganz stolz drauf und dachte, ich baue noch eine. Dann ist aber der Bierpreis von irgendwie 7,6 auf 3 gesunken nachher. Ne? Und konnte gar nicht mehr so viel Devisen oder eben Silbergroschen einnehmen. Ich dann brauchte, um wieder andere Dinge zu machen. Ich habe einfach zu viel Bier auf den Markt geworfen sozusagen. Ne? Weil es waren noch nicht genügend Leute in Kuttenberg oder in Kuttner-Ura zu dem Zeitpunkt zugange. Wenn dann wieder mehr Leute kommen, wird durch etwas anderes symbolisiert, nämlich, dass man mehr Leute braucht in den Minen, also diesen Boom gibt, ne? dann zieht wieder die Nachfrage an, dann geht der Preis wieder hoffentlich nach oben tatsächlich. Inwieweit kann man das denn beeinflussen, dass die Leute kommen? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz bewusst. Also du hast, wenn ich hier mal ein bisschen tiefer einsteigen darf, also ganz fantastisch, du spielst quasi sozusagen ein Haus sozusagen, oder du spielst, hast Einfluss auf drei, Gott, jetzt müsst ihr mir helfen, jetzt habe ich gerade den totalen Aussetzer. Wenn du das möchtest, wir können die Frage einfach streichen.
Nee, ich möchte die Frage nicht gestrichen haben. Ich möchte vielmehr wissen, Zünfte, danke, Zünfte. Ah. Ja, Zünfte. Jeder, ja, das war zünftig hier, ne? Bei mir muss man gar nichts streichen. Das kann man ohne Punkt und Komma laufen lassen im Prinzip. Nein, also wie funktioniert das Spiel? Ich hab ein Spielertableau und jeder Spieler hat 3 Zünfte, mit denen er in diesem Spiel spielt. Das hat jeder Spieler hat andere Zünfte. Umso mehr Spieler das sind, umso eher ist eine Überschneidung da. Also spielen 4 Spieler mit, haben immer 2 Spieler mindestens eine Zunft gleich. Ne? So, ansonsten kann die Zunft sein, es kann eben Essen und Trinken sein. Es können aber auch die Schreiber sein, es kann auch der Bergbau sein und so weiter. Und diese Zünfte sind im Grundspiel, muss ich jetzt sagen, das sind die schon vorgegeben. Also für den Start, dass man sagt, also die liegen auf dem und dem Teil des Tableaus und damit kann ich gewisse Dinge beeinflussen. Tatsächlich kann ich die aber nachher sogar auch in dem Draft-Mechanismus, wenn man das öfters spielt, das ist spannend. Man sagt so, ja, eigentlich wäre es doch besser, ich hätte die Zunft auf dieser Seite, wo ich das beeinflussen kann. Das merkt man aber erst nach dem ersten Spiel, dass einem das so gar nicht passt. Und ich denke so, warum ist denn das jetzt vorgegeben? Und dann merkt man, oh, das könnte ich eigentlich auch auswählen. Auch dafür gibt es eine Regel dann. Über diese Zünfte, die machen unterschiedliche Dinge. Ne? Manche befriedigen die Nachfrage, ich habe sie gerade erwähnt, ne? Essen und Trinken. Manche sorgen aber dafür, dass auch mehr Leute kommen. Ne? Ich könnte Minen bauen, dafür brauche ich mehr Arbeiter, damit müssen mehr Leute angeheuert werden, die das machen. Und die kommen dann auch, weil ja dann, darauf basiert ja die Geschichte ein bisschen auch von Kuttenberg, eben weil es damals diesen Silberboom gab, sozusagen in der Stadt. Also darüber kann ich das tatsächlich auch direkt beeinflussen. Ne? Und über die Marktmaschine könnte ich noch sehr lange sprechen, weil könnten wir zurückgehen zu Adam Smith und der Theorie von der Marktwirtschaft und so weiter. Also all das ist da mit drin versteckt, muss man als Spieler nicht wissen, aber läuft zum Hintergrund mit und es ist also ein wunderbares Wirtschaftsspiel an der Stelle einfach. Und jetzt mal was ganz anderes zu dem Spiel. Ihr habt ja jetzt einen anderes Spielmaterial verwendet, also jetzt das Grundmaterial für die Spiele. Wie kamt ihr da drauf, dieses Rewood einzusetzen? Da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das hier in Deutschland erzählen darf. Denn manchmal kann man auch von seinen Kollegen lernen, die haben das natürlich marketingtechnisch und vor allem PR-technisch mal richtig dicke ausgeschlachtet. De facto haben wir ja letztens ein kleines Kinderspiel gemacht, also klein nicht, sondern sehr lustig, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, Fish and Cuts. Ein Aktionsspiel mit so echten, also nicht echten natürlich, sondern mit gestrickten Katzen, mit denen man sich so Katzen sagen will. Und in diesem Spiel haben wir auch Punktemarker verwendet und die haben wir aus Replastic gemacht von der Firma Fisma. Und dieser Hersteller aus Deutschland, der in Deutschland produziert, der stellt dieses Replastic und Rewood her. Und als es um die Materialfrage ging bei unseren Kollegen aus der Tschechischen Republik, hatten wir denen das vorgeschlagen, dass sie doch dieses Rewood nehmen könnten und die haben sich dafür interessiert und haben das dann tatsächlich gesagt, ja, das lohnt sich, das können wir machen, wir müssen also nicht jetzt in Fernost irgendwie Plastik einkaufen oder selbst Replastic machen, wir können so eine Mischung machen, eben nicht nur aus Holz, sondern sogar aus Rewood eben, was die Kollegen da herstellen und können da etwas auch für die Nachhaltigkeit einfach tun. Das war fester Wille, ist auch Verlagsprogramm, auch bei Jack Games Edition, auch bei uns übrigens, dass wir uns das auf die Fahne geschrieben haben, auch wenn das jetzt nicht immer in jeder Einzelheit gelingt, ne? Aber so viel zu tun wie möglich und was möglich ist und das war einfach möglich und so ist man eben auf dieses Rewood gekommen, das jetzt, ja, es fühlt sich an, wie Holz ist ja auch Holz, ne? Und wunderbares Material für Spiele und kann man einfach sehr gut machen. Und wenn man jetzt noch dazu rechnet, dass das aus, dass ein tschechischer Verlag in Deutschland einkauft, auch schon außergewöhnlich. Und er hat natürlich dadurch kurze Wege und werden die Sachen, recycelte Sachen verwendet. Also besser geht eigentlich nicht. Robert, bist du noch da? Natürlich, ich bin nur kurz umgefallen. Wunderbar, du hast dich gerade so angehört, als ob gerade vom Stuhl gefallen wärst. Sorry. Ich rede ja auch genug für Robert mit sozusagen. Er ist ja schon ganz sprachlos geworden. Ja. Also seit dem Great Silence Debakel hier. Ne? Ja, der Robert rechnet gerade die Lebenszeit um, die er mit Spielen verbringen muss und dem wird schon Angst und Bang. Der Michael kennt ja unseren Stapel ja noch nicht. Also, der kennt unseren Stapel noch nicht, nein, weil er also nur die letzte Folge gehört hat. Nee, habe ich nur letztlich, aber in der letzten Folge habt ihr auf den Stapel aus früheren Folgen Bezug genommen tatsächlich, aber ich muss euch leider sagen, dass diese Stapel bei sehr vielen Menschen vorherrschen, auch bei mir tatsächlich. Also das Auge, das kauft, ist auch für uns als Verlag natürlich eine gute Sache, oft größer als das Auge, das spielen kann oder die Hand, die spielen kann. Also wir als Verlag können das natürlich gut heißen.
Aber klar, man hat immer mehr Spiele, als man gespielt hat und die wachsen schon ganz schön an und man hat, ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen, die sich vorgenommen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Stapel mal runterzuspielen, ne? Also ich glaube, es gehört. Ich frage mich tatsächlich, wie viele Brettspiele, also die wir das jetzt entweder beruflich oder privat aus Freude am Spiel machen, wie viele von uns sich jedes Jahr Neujahr genau diesen einen Neujahrsvorsatz haben. Dieses Jahr spiele ich die wirklich runter vor der Messe. Es ist kein echter Neujahrsvorsatz, es ist tatsächlich ein Dauervorsatz und irgendwie klappt es nie. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Ja, und unser Stapel ist ja noch schlimmer. Da kommen ja nicht nur die Spiele drauf, die wir nicht gespielt haben, sondern wo wir gespielt haben und gesagt haben, boah, die sind cool, die muss ich jedem anderen noch zeigen. Die muss der andere mal mitspielen. Genau, weil das ist schon mal so, wir rezensieren ja typischerweise nicht zusammen. Also wir spielen selten Spiele gemeinsam, sondern der Christian hat seine Rezensionsexemplare, ich habe meine. Und die spielen wir typischerweise mit getrennten Gruppen. Und irgendwann findet man mal ein Spiel raus, was man unbedingt, was man ganz toll findet und unbedingt dem Christian, also ich dem Christian zeigen muss. Und dann wandert es halt immer auf den Stapel. So gibt es eigentlich bei uns verschiedene Stapel, die wir haben. Die Sachen, die wir noch nie gespielt haben und die, die wir unbedingt dem anderen zeigen wollen. Wir nennen sie einfach den Pile of Joy. Ja, würde ich auch so sagen. Und mein Beileid ist natürlich da begrenzt. Und auch von allen anderen Verlagen und Erzeugern werdet ihr da kein Mitleid bekommen. Sondern die Freude daran, dass ihr so vielfältig seid und euch auch so vielfältig aufstellt, damit ihr mehr Spiele spielen könnt. Ja, ich meine, aber das meinte ich, das, was ich vorhin vielleicht angedeutet habe, mit hier Spiele spielen zu dürfen, ist einfach eine große Freude. Und man könnte weniger haben, aber das will ich nicht promoten. Bei aller Nachhaltigkeit will ich als Verlag oder Erzeuger nicht promoten, dass ihr weniger Spiele kaufen solltet. Nee, das nicht. Und es gibt irgendwie etwas Interessantes, wo er dazu muss. Und ich muss sagen, selbst wenn ich was Schlechtes gespielt habe, war die Zeit trotzdem besser genutzt als für viele andere Hobbys. Also meine Warte ausgesehen. Da gibt es ganz andere Sachen, wo ich mir danach, TikTok, wenn ich dann auf TikTok festhänge, eine Stunde, da frage ich mich danach auch mal, warum. Aber das geht mir bei Spielen nicht so, das genieße ich einfach und das, ja, man kann seine Zeit viel schlechter verbringen. Genau. Besser verbringen. Man kann die Zeit kaum besser verbringen. Da sind wir uns hier, glaube ich, alle einig. Ja, gibt weniges, was man besser machen könnte. Einfach, weil es nicht nur, du nimmst nicht nur Zeit für dich selber, sondern auch für Menschen, die dir am Herzen liegen, mit denen du spielen möchtest und verbringst dann auch eben eine schöne Zeit mit anderen Menschen, die dir am Herzen liegen. Und das ist eine tolle Verbindung. Genau. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit, glaube ich. Wir sollten ein bisschen weitermachen, weil ich sehe da noch ein paar andere Titel, die da so auf dieser Liste vorblinken. Ich gucke gerade auch mal so auf die Liste und natürlich, ich hätte noch ewig Zeit, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie lange die Leute zuhören wollen, obwohl das ja der stilvollste Podcast Deutschlands ist zumindest. Also von daher, am guten Geschmack kann es nicht liegen. Natürlich haben wir auch noch weitere Neuheiten. Welcher mittelgroße oder kleingroße Verlag hat das denn nicht? Ne? Ja. Und ich glaube, eine Sache, auf der viele Leute warten oder was sie wirklich interessiert, weil natürlich, wenn ein Spiel erfolgreich ist, dann freut man sich immer drauf, wenn es auch nochmal weitergeht. Ja, gerade bei Kennerspielen oder bei Spielen für Vielspiele. Und der größte Hit, den wir in den letzten Jahren da natürlich hatten, ich denke, das ist ohne Zweifel die verlorenen Ruinen von Arnak. Ich muss gerade über nachdenken, ob ich den Titel richtig gesagt habe nach all den Jahren. Denn tatsächlich ist es so, uns ist der Titel intern auch zu lang, das heißt nur Arnak. Ne? Das sagt jeder. Und so über jedem. Im Englischen, dann ist bei uns ganz viele Sachen immer auf Englisch ausgezeichnet, weil wir dann die deutsche Varianten machen, aber wir bekommen die Sachen, wir haben es ja vorhin erwähnt, auch bei Gutner Ora, ne, wir bekommen ja erstmal die englischen Originale rein und dann steht da bei uns immer noch Lost Ruins of Arnak, also LROA, ne? Und dann muss ich immer aufpassen, wie unsere Abkürzung ist, die ja dann auch mit 5 Buchstaben ist. Was ich aber weiß, es gibt eine zweite Erweiterung dieses Jahr, die verschollene Expedition, und das ist auch nochmal eine wunderbare Ergänzung fürs Spiel, hat nochmal
zwei Expeditionsleiter bzw. Expeditionsleiterin im Spiel. Es gab ja schon in der ersten Erweiterung, die ja sehr gefeiert wurde, meines Wissens nach mehr Expeditionsleiter, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, waren es 4 oder 6, und das Spiel ja asymmetrisch gemacht haben. Auch diese zwei Expeditionsleiter sind asymmetrisch zu spielen, also haben unterschiedliche Funktionen und Gewinnbedingungen sozusagen. Und dazu kommt jetzt aber noch eine Kampagne, die man entweder solo oder zu zweit spielen kann. Nämlich man muss hier den Dr. Kutil finden. Das gab es auch während der Lockdown-Zeit tatsächlich als kostenloses Spiel online zu spielen. Das müsste auch immer noch gehen. Aber jetzt gibt es das einfach für das Brett und ist auch Teil hier dieser Erweiterung. Und das sind so die zwei herausragenden Sachen, die die Erweiterung erhält. Vorstellbar ist. Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf, einfach wie das Ganze umgesetzt ist. Ich muss zugeben, ich spiele wenige Kampagnenspiele bis zum Schluss durch. Hat einfach einen Zeitfaktor, aber da habe ich es mir fest vorgenommen, das dann eben mal wirklich bis zum Schluss dann zu spielen, auszuprobieren und zu sehen, was mich dann da eben Neues erwartet. Also ich kann so ein bisschen empfehlen, logischerweise. In der zweiten Erweiterung fragt man sich natürlich auch immer, ne, brauche ich die zweite Erweiterung? Natürlich aus meiner Sicht braucht man die, aber ich denke, die bietet auch wirklich hinreichend nochmal andere Inhalte, dass sich der Kauf lohnt. Ja klar, ich muss natürlich schon mal ein Anak-Spieler sein, ist ja logisch, ich brauche das Grundspiel, ich brauche die erste Erweiterung nicht unbedingt dazu. Ich habe jetzt natürlich nochmal Expeditionsleiter, die hatte ich ja auch schon in der ersten Erweiterung, aber nochmal andere. Aber natürlich, was bedienst du denn auch mit so einer Erweiterung? Na, Leute, die ja dann schon alles gespielt haben, die willst du ja zufriedenstellen, ne? Und natürlich Leute, die vielleicht diese Erweiterung alleine kaufen. Also deswegen ist es immer so eine Mischung. Also für Leute, die Anna gut finden, also das ist für mich ein Blindkauf tatsächlich, ja. Schaut es euch an. Und ich denke, die beiden Autoren haben da einfach eine ganz wunderbare Welt geschaffen. Ja, die sich da einfach lohnt, weil es einfach so ein belohnendes Spielgefühl auch ist, das man in Anak immer hat. Mhm, stimmt, ja. Nur noch ein Tipp, Christian, das Spiel liegt momentan bei mir. Ich weiß, was bei dir liegt, ja. Auf dem Stapel. Auf dem guten Stapel, nehme ich an. Natürlich. Natürlich auf dem guten Stapel. Wir sind begeistert von Anak und was ich jetzt sagen muss, was ich schon immer wieder gebeichtet habe, ich bin jetzt kein Erweiterungsfan, weil es einfach manchmal ein rundes Spiel einfach für mich kaputt macht, aber die Erweiterung klingt einfach zu interessant, um sie auszulassen. Kann ich ja gar nichts mehr dazufügen eigentlich, oder? Was soll ich da noch sagen? Was soll ich da noch? Ich kann da nicht mehr pitchen sozusagen. Ne? Du kannst mir recht geben. Das ist einfach, einfach machen. Ich kann auch über andere Spiele reden. Es gibt ja noch weitere Spiele, die wir mitbringen würden. Manche bringen wir auch mit und kann man nicht kaufen vor Ort. Also auch da werden wir den Geldbeutel erstmal schonen der Leute, damit es auch noch Weihnachtsgeschenke geben kann. Die würde ich ein bisschen nach hinten stellen und ein bisschen nochmal hier durch die anderen Sachen, die es bei uns am Stand und bei unserem Standpartner ist unser Vertrieb, der hat auch nochmal Spiele dabei von anderen Verlagen, aber die wir hier mitvertreten, die würde ich gerne hier vielleicht nochmal kurz benennen, sozusagen. Ne? Fang mal an, ich hab da noch was, wo ich dich dann später vielleicht noch fragen würde, aber fang du erstmal an. Ja, oder fang du einfach mal an. Das ist gefährlich. Ich was sagen. Robert könnte natürlich was sagen, aber. Ich weiß, was du fragen willst. Das gehört zu den Dingen, die wir für Weihnachten vorbehalten haben, glaube ich. Genau. Daher lass mich anfangen. Dann fangen wir mal so an. Also, wir haben von Jus Synapse aus Kanada oder Synapsis Games, wie sie auch heißen, gibt es noch zwei Neuheiten auf der Messe, beziehungsweise sind jetzt im September erschienen. Das ist zum einen, was dort mehr oder minder neu sein wird, ist mit. Kakala Klatsch ist ein Kinderspiel, würde ich gerne hier auch mal erwähnen, ne, wo man, das ist vielleicht unfair, aber eine Kakerlake klatschen muss. so ein Schaugenau-Spiel, würde ich das mal nennen, einfach so ein Aktionsspiel.
Könnt ihr wunderbar bei unserem Stand ausprobieren. Am besten ihr spielt noch eine Partie Fisch und Katz dazu, dann passt das. Ne? Einmal krapschen und einmal schlagen. Aber ist eigentlich im Herzen ein Kinderspiel, bei uns immer als Familienspiel geführt, weil wir noch gar keine richtigen Kinderspiele machen sozusagen. Dann hat Synapsis Games ein wunderbares neues Spiel. Das konntet ihr auch auf der auf dem Burg-Event ausprobieren. Das war Pyramidru, ein weiteres Legespiel. Jemand anderes, der das Spiel ausprobiert hat, das so schön formuliert, das hätte ich PR-technisch nicht besser formulieren, hätte gesagt, es kann einfach nicht genug Legespiele geben für ihn. Und das ist ein sehr ausgezeichneter Vertreter davon, weil es nochmal etwas neu macht, nämlich das auf 3-4 Ebenen im Pyramidenartig legt man hier die Blättchen aufeinander, die wiederum in gewisse Farbkombinationen, also die Farben müssen immer gleich sein, dann müssen die Wertungen ausgelöst werden, dann gibt es Punkte und das macht man eben, das Ganze macht man 4-mal. Schaut es euch an, ist sehr bunt, aber sehr schön und sehr schön zu spielen, hat auch so ein Mini-Interaktion, indem man dem anderen immer vielleicht nicht die optimalen Teile aufdeckt, weil das kann man tatsächlich tun. Man deckt für den anderen Teile auf, damit er die dann nehmen kann. Aber das spielt sich sehr, sehr fluffig, sehr schön. Und am Anfang dachte ich auch natürlich, das ein oder andere Legespiel kenne ich, das ein oder andere Legespiel habe ich selbst schon mit zum Spiel des Jahres führen dürfen. Und aber trotzdem ist es nochmal ganz, ganz eigenständig, dadurch, dass man eben die Teile aufeinander legt und dann auf den verschiedenen Ebenen, also pyramidenartig eben punktet. Ne? Das ist Pyramido, Kakelaklatsch hatte ich hier erwähnt. Und jetzt muss ich mal gucken auf meine Liste, was noch neu ist und auch kommt. Was wir noch gerne erwähnen, ist natürlich, weil wir auch viel kleine Kartenspiele immer gemacht haben, neu gemacht haben. Dieses Jahr ist es tatsächlich ein Lizenzspiel von Super Kawaii Pets und Kawaii bedeutet eigentlich im Japanischen super süß. Das ist süß und hier super süße Haustiere. Das ist jetzt erst vor kurzem erschienen, ist aber für uns auch eine Essen-Neuheit. Und ein Spiel, das ist mir total süßlich wirkt, nämlich auch wieder, haben wir wieder Karten, die sind so ein bisschen mit Glitzer versehen, die Tiere sind unglücklich. Ich muss Karten aufziehen, um dann Helfer zu haben, nennen sich die, aber die haben gewisse Merkmale, also sei es der Arzt, sei es die Oma, die sich um die Haustiere kümmert, die den Tieren helfen und die machen die dann wieder glücklich und spielerisch sammelt man hier letztendlich die Karten und versucht deren Bedingungen zu erfüllen, darf die dann auf die schöne Seite drehen, dann lächeln, dann strahlen einen die Tiere an, dann will man sie noch in das schöne Körbchen oder etwas bringen, dann sind die noch glücklicher. Am Ende geht es darum, wer am meisten Tiere glücklich gemacht hat. Da gibt es eine gewisse Anzahl dafür, 10 glaube ich oder 10 Karten, die quer liegen müssen. Das macht dann auch Sinn, was ich sage, wenn man die Regel gelesen hat. Und ein super süßes, schnelles Spiel, aber wo viel mehr Spiel drin steckt, als viele angenommen haben, als sie es gesehen haben, weil ich dachte, oh Gott, so putzige Karten. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Essen-Neuheit. Und dann verlassen wir nämlich auch die Putzigkeit gleich, glaube ich. Ne? Oder, Christian? Wir verlassen die Putzigkeit, wir verlassen den guten Geschmack. Es steht hier mit sehr, 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 sehr vielen Erweiterungen bei mir nämlich noch drin und nichts davon ist genau da. Deswegen ist mir jetzt auch eingefallen, genau, was du meinst. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erweiterungen. Das habe ich hier auch so vor mir stehen. Da bin ich ganz froh, dass ich mir die Liste aufgemacht habe. Aber wir leiten mal kurz ein bisschen her, Robert, oder? Also wir zwei sind ja auch jetzt nicht mehr die Jüngsten. Nein. Das Spiel basiert ja auf einer Marke von einem Film, den wir früher mal gesehen haben. Und der leider nicht ganz so gut gealtert ist. Der ist gut gealtert, wenn ihr ihn nicht noch mal anschauen einfach. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe noch mal angeschaut. Der ist super gut gealtert und ich habe ihn auch noch mal angeschaut, aber sagen wir so, er ist jetzt eher so aus dem Trash-Bereich, wenn man ihn heute anschaut natürlich. Damals würde ich sagen, früher war es super cool, ja. Nee, der war super cool und Science Fiction. Heute ist es eher was, früher hätte ich gesagt für Tele5, aber das kennen vielleicht die wenigsten. Aber auf jeden Fall, er wird nicht bei Schläferz auftauchen, auf jeden Fall nicht. Nein, wird er nicht. Dafür ist er viel zu cool. Ja. Genau. Der Hauptdarsteller und wahrscheinlich auch zu cool einfach. Ne? Absolut, ja. Genau. Also, und was man noch sagen muss, es gibt eine Doku auf Netflix, wo man sehen kann, wie man den Film gemacht hat. Den fand ich auch interessant, muss man sich auch mal anschauen. Das ist ein guter Tipp für mich, das wusste ich noch gar nicht. Das werde ich mir, glaube ich, ich muss los, Leute.
Genau, wie man, das sieht man dann auch, wie man früher Computer Animationen gemacht hat ohne Computer. Aber wir sollten mal sagen, worüber wir reden. Wir reden natürlich über die Klapperschlange. Die Klapperschlange ist ja ein, kann man Science-Fiction-Film sagen, aus den 80ern, in dem Kurt Russell auf die Gefängnisinsel Manhattan muss, um dort die abgestürzte Maschine des Präsidenten zu finden und den Präsidenten eben von dieser Gefängnisinsel zu bringen. Und da kommt es ja bei Pendragon Games Studios ein Spiel dazu raus, mit 6 Erweiterungen haben wir vorhin schon gezählt, und der schlechten Nachricht, dass er das nicht in Essen kaufbar dabei hat. Das ist tatsächlich die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass man da ja noch etwas hat, um nach Essen und für Weihnachten hin sich selbst oder andere damit zu beschenken. Und ja, die Klapperschlange Escape from New York, im Original, auch der Originalfilmtitel, wie es heißt, war eine Crowdfunding-Kampagne von Pentagon Game Studios und einem anderen italienischen Partner. Das ist aber das erste Spiel, das wir tatsächlich von ihm jetzt auf Deutsch umsetzen, seit es uns als Heidelberg Games gibt. Das freut mich besonders. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch ein Vielspielerspiel, kann man hier sagen. Ist nicht das Spiel, dass man am Abend kommt und sagt so und zu den Nachbarn, kommt mal rüber und jetzt spielen wir mal eine Runde die Klapperschlange, außer sie natürlich aus diesem Zeitalter gefallen, so wie ich. Ansonsten ist es vielleicht nicht das optimale Einstiegsspiel. Es ist hier ein Kampagnenspiel, ist natürlich falsch, aber es ist ein kooperatives Spiel, wo wir versuchen, nämlich mit den Charakteren aus dem Film, unter anderem Snake Plissken, ist ja der Hauptcharakter, der hier von Kurt Russell dargestellt wird, und weiteren den Präsidenten zu retten. Das heißt, unsere Aufgabe ist, in Manhattan ihn zu finden, ausfindig zu machen und dann wieder aus Manhattan rauszubringen. Schön ist an dem Spiel ist auch, es hat auch eine Verräterkomponente drin. Man kann gegebenenfalls nämlich hier auch alleine gewinnen und die anderen im Stich lassen, indem man alleine mit dem Präsidenten abhaut. Das ist möglich. Verräter sind immer eine gute Komponente. Die müssen überall rein. So für die, die halt damit durchkommen, ist es gut. Für die anderen ist es natürlich schlecht. Kann man sich entscheiden, ob man mit Verräter spielen möchte oder ist das prinzipiell so eingebaut? Also da bin ich habe das Spiel tatsächlich auch schon einmal spielen dürfen können und wir haben es dann wirklich auch lange gespielt, weil wir sind dann nochmal zurückgegangen im Spiel, nochmal vorwärts gegangen, weil wir es auch sozusagen für uns nochmal testen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an so einem Spiel ja gar nichts mehr ändern können. Ne? Aber einfach noch zum Beispiel, was das bewegt, hätten wir da eine andere Entscheidung geführt, was bewegt es auch für die Spieler, weil wir natürlich so ein großes Spiel jetzt nicht auch, muss man ehrlich sein, wir spielen jetzt als Lizenznehmer, als Verlag jetzt nicht 10-mal durch, ne? Mit dem Outcome, wir können es nachher nicht ändern. Tatsächlich kann ich das nicht abschließend beantworten. Ich meine, die Verräterkomponente ist eigentlich immer eingebaut, weil das in eine der Figuren sozusagen embedded ist. Und bin mir aber da nicht 100% sicher. Ich gehe aber davon aus, dass es eigentlich immer gegeben ist. Weil das Spiel ist, letztendlich ist es ein, man kennt ja Manhattan, das ist so ein Schachbrettplan von, nicht Schachbrett ist falsch, es ist ein Plan von Manhattan, das ist eine Stadtkarte letztendlich. Und dort sind schachbrettartig die einzelnen Straßenbereiche eingeteilt, wie es ja eben in dieser Stadt auch ist, es bietet sich dafür an. Und dort kommt tatsächlich Blättchen drauf und auf diesen Blättchen, die man erst erkunden muss, also man erkundet den Plan erst nach und nach und weiß, was darunter sich verbirgt, sind da Gegner drin, sind da Banden drin, gibt es dort irgendwelche hilfreichen Sachen zu finden, die mir helfen können, vielleicht eine Waffe, kann ich mir ein Auto besorgen, damit ich mich schneller bewegen kann, also vielleicht 1, 2, 3 Blättchen mich bewegen, gibt es Straßenblockade, also muss ich außen rumlaufen mit meiner Figur sozusagen. All das bietet der Stadtplan, was wir aber tun müssen am Anfang, wir landen auf dem Hochhaus, so ist das ja auch, glaube ich, im Film, werden reingebracht und müssen dann von dort aus los und können dann eben gemeinschaftlich erkunden oder wir können uns alle aufteilen, das ist auch eine Sache, die wir entscheiden müssen, da gehen wir alle an der Richtung, wir können uns halt auch gegenseitig unterstützen, es gibt Kämpfe auch gegen die Leute vor Ort, also mit einem Mechanismus und wir müssen natürlich den Präsidenten finden. Es gibt im Film, wenn ihr den Film kennt, es gibt sozusagen drei Bosse auch, die wir besiegen müssen oder hier im Spiel sind als Bosse umgesetzt sozusagen, die wir treffen müssen oder treffen können, aber vielleicht auch müssen, weil wir müssen, es ist ja nicht so, dass wir nur den Präsidenten finden müssen, sondern er hat natürlich auch noch, ich glaube, die Abschusscodes oder irgendwas bei sich, auch schon im Spiel denkt man sich immer, der Dackel, warum hat er die jetzt verloren, ne? Die müssen wir natürlich auch noch finden, also es ist gar nicht der Präsident alleine, sondern wir müssen auch noch was anderes finden, die Sachen zusammenführen und dann
Gibt es verschiedene Arten abzuhauen. Es gibt Brücken, die von dieser Insel führen. Da muss man also physisch wirklich mit seiner Figur hinlaufen und über die Brücke rausgehen. Oder man könnte von einem, die Filmenthusiasten hier helfen, Fluggerät auch abgeholt werden. Aber dazu muss man zu einer gewissen Zeit, zu einer gewissen Spieldauer auch am richtigen Ort sein, meine ich. Also im Film ist es ja so, dass er normal mit dem Fluggerät, mit dem er reinkommt, wieder fliegen möchte. Das wird aber von der Gang zerstört. Deswegen muss er über die Brücke fliehen, die vermint genau, ist. Hier ist, glaube ich, beides möglich. Also man kann ja das Fluggerät, man muss dann aber gegen die Gang vorher gewinnen sozusagen. Ne? Sonst geht es nicht. Aber wenn man gegen die gewinnen würde, es gibt diese Gangs eben mit den verschiedenen Anführern. Also sind drei in diesem Spiel integriert, von denen ich jetzt auswendig weiß. Da muss man, glaube ich, schon gegen die Gang gewinnen, damit man das Fluggerät nochmal benutzen könnte, sozusagen. Ja, soweit so gut. Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es, ja. Ja, sorry. Und die Charaktere war jetzt der Snake Plissken, ist ja zum einen, es gibt ja noch andere, die dann vor Ort eben vorkommen im Film, das ist zum Beispiel der Taxifahrer, dessen Namen mir jetzt aber einfach nicht einfallen. Es gibt diesen Taxifahrer, es gibt eine Frau, die man spielen kann. Du bist der Filmenthusiast, du musst jetzt immer Namen dazu nennen. Und der vierte Charakter ist so eine Art Ingenieur, so ein Techniker. Namen auch vergessen, ganz ehrlich. Weiß ich gar nicht. Ne? Ja, ich habe den Film vor kurzem gesehen und die Namen auch schon wieder vergessen, ja. Genau, aber es sind diese drei Charaktere, die dem Hauptcharakter Snake Plissken als Helfer, der Präsident ist zum Beispiel gar keine Figur, die man spielt, das ist nur so ein unleidiger NPC, den man mit sich rumzieht, den man halt nicht verlieren darf, ne? Man sagt halt so, ja, jetzt nehme ich halt die Kugel beim Kämpfen, nicht du, weil du darfst ja nicht sterben und so. Ich schätze mal, wenn man den verliert, ist das Spiel vorbei, oder? Ja, den darf man nicht verlieren. Also wenn man gefunden hat, sollte man nicht mehr verlieren. Der muss dann auch immer mit jemandem sozusagen mitgehen, in Anführungszeichen. Da können wir natürlich nicht mehr aus dem Auge lassen. Aber er ist, wie gesagt, nicht das Einzige, was wir hier, ist nicht der Einzige, was wir, das Einzige, was wir hier brauchen. Wir brauchen noch andere Dinge zu entkommen. Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist der Zeitfaktor auch wichtig, weil im Film war es ja so, dass das eine Sprengladung in seinen Körper hatte. Ist das auch umgesetzt? Ich meine, es gibt so ein, lasse ich mich nicht drauf festlegen, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es gibt so eine Art Countdown, die im Spiel immanent ist, durch das, wie viel du spielst, wie viele Felder du umgedreht hast und so weiter. Und dann die Sachen, die du sammelst, wird dann immer weniger und deine Zeit geht dadurch aus. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Zeittacker, der da runterläuft oder so, sondern das war irgendwie so, ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, tatsächlich, es ist eine Weile her. Also mir hat es persönlich sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich fand es wirklich super großen Fun, dass zu spielen einfach, weil das so nachzuspielen, das kam halt schon wirklich dem Spiel rüber, ne? Spiele haben natürlich, ja, sind so ein bisschen Ameritrash, muss man sagen, also ein bisschen Spaghetti-Western so gesagt, ist auch eine italienische Firma, ne? Aber mir hat das so wahnsinnig gut gefallen, das nachzuspielen, einfach so die New York nochmal aufzudecken, dann die Banden zu entdecken, dann ist es, also der Spielplan, wenn man das jetzt mehr als einmal spielen würde, und das sollte man tun, man wird nämlich scheitern, vielleicht beim ersten Mal, ja, der ändert sich dadurch, dass die Blättchen ja auf dem Plan neu verteilt werden, ne? Und dadurch können natürlich die Gegner immer an anderer Stelle sein und auch was anderes dort liegen, ne? Und immer wenn ich mich bewege, muss ich mich halt auch entscheiden, will ich jetzt erkunden oder will ich da jetzt gleich was wegräumen? Es gibt immer diese Straßenblockaden, das ist ganz nett umgesetzt. Also quasi, man muss drumherum laufen, ganz schnöde gesagt, spieltechnisch. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, gibt es so eine Flair vom Film wieder, da sind Straßenblockaden, ich kann nicht einfach durchgehen, ich muss mich da durchschießen oder ich bin stark genug, dann kann ich die in die Luft jagen, dann können wir geradeaus weitergehen. Ne? Aber vielleicht dauert das zu lang, lass uns lieber was anderes machen, lass uns lieber erstmal erkunden, lass uns rausfinden, wo sind denn diese Bossgegner, die man da hat, weil man braucht die, man muss die, das spoilere ich ein bisschen, die muss man schon finden, weil die gewisse Dinge an sich genommen haben, die wir brauchen zum Abhauen. Bleibt eigentlich nur noch eine spannende Frage. Kann man es in Essen zwar nicht kaufen, aber anspielen? Ein ganz klares, unter Umständen vielleicht, aber auch nicht. Ein schönes Jein. Ja, aber die okay. Sache ist, wir haben einen spielbaren Prototypen vorliegen, den wir gespielt haben. Das ist jetzt nichts, was man der Öffentlichkeit zeigen will, sozusagen, nicht im Bösen gemeint, sondern das ist natürlich so, dass noch, ich weiß, dass viele Kickstarter-Leute natürlich so vorab Exemplare machen. Das haben die dort auch gemacht. Trotzdem ist da noch viel zu sagen geklebt oder zusammengefügt, ne? Nicht Final Quality. Und das macht man tatsächlich ungern, dass wir jetzt euch und auch Spielern sowas zeigt, wo das nicht so final ist, weil dann kommt immer die Frage, aber das ist doch gar nicht so.
Ne, und sagt mir, ja, ist ja nur so und so, ne? Und dafür ist es nicht gut genug tatsächlich. Aber heute, und deswegen wird es erst bekannt werden, wenn ihr das hier ausstrahlt, heute nochmal in Italien beim Originalverlag nachgefragt, dann habt ihr denn irgend so ein Spiel für uns fertig, das wir zeigen können und das wir also spielbar zeigen können, ne? Weil da warten viele drauf. Oder wenn ich so sagen darf, mich natürlich hier mein Liebling, mein stilvollsten Podcast hier glücklich machen kann. Und das mit Ihnen Spiel würde mir schon reichen, ne? Aber tatsächlich läuft die Anfrage noch an der Stelle, ne? Ob wir da etwas bekommen, was wir eben so auch spielbar da haben werden und zumindest auf der Presseschau euch präsentieren können, die ihr ja nicht da seid leider. Von daher wäre es ja für euch gar nicht so schlimm persönlich, aber für alle anderen natürlich schade. Also ein klares Ja vielleicht oder auch nicht. Verstehe. Dann drücken wir mal die Daumen, es soll auf jeden Fall in diesem Jahr noch erscheinen. Das wird einem immer fest versprochen. Was wir von unserer Seite aus sagen können, das ist ja ganz typisch, dass wir die Daten natürlich schon länger oder lange abgegeben haben. Das heißt, die sammeln dann ja auch alle Lokalisationen ein von den Partnern. Dann geht es in die Produktion. Das ist sicherlich auch ein Produkt, das, denke ich, weiter weg produziert wird. Und das heißt, also das ist schon länger in Produktion. Da müsste es demnächst sozusagen eher darum gehen, das auszuliefern. Das dauert aber eine ganze Weile, bis Dinge dann hier bei uns auch wieder ankommen. Deswegen wird das sicherlich Ende Q4 werden. Also genau in eurer Liste steht drin Q4. Dann nehme ich euch mal beim Wort. Aber das Spiel macht nicht zwingend. Q4 fängt am 1.10. an. Ne? Du hast ja Ende gesagt, bist du noch drin. Ich liebe, wenn ich auch so Angaben bekomme intern, so wie Q4, nicht so 1.10. bis 31.12. Also ich kenne auch von Neuheiten, also wir hatten auch dieses Jahr Neuheiten, die waren auch Q4 letztes Jahr und waren dann plötzlich Q1. Ja, das passiert gar nicht mal. Also das glaube ich hier tatsächlich aber nicht, will ich gerne nochmal anmerken, weil wie gesagt, da ist schon alles schon unterwegs eigentlich meines Wissens nach, ne? Müsste die Produktion mehr oder minder abgeschlossen sein. Das ist noch eine Frage, wie kommt es hierher, wie kommt es zu den Landespartnern wie uns hier für die Klapperschlange und was natürlich vielleicht auch manchmal noch dauern kann, weiß ich nicht, wie die jetzt mitbestellt sind diese 6 Erweiterungen, ob die dann genau zeitgleich geschippt wurden, ob die nacheinander kommen. Zu denen habe ich gerade noch eine Frage, zu den 6 Erweiterungen, die sehen jetzt also für mich, wenn ich die Titel so sehe. Erweiterungen sind genau, ja nicht jetzt alles das sieht eher so nach Pimp My Game aus, also Playmats. Ist unterschiedlich. Du hast natürlich mit den Sleeves und Playmats, ne? Das ist natürlich President Miniature. Genau, wir haben natürlich hier, ich hatte vorhin gesagt, ein Crowdfunding-Spiel gehabt, ne? Und es sind die Sachen aus dem Crowdfunding hier. Du hast Playmat Sleeves und die President Miniature, die kaufen wir auch so nur ein, die werden gar nicht eingedeutscht, ist ja nicht nötig, ne? Das sind sicherlich nur, nicht nur, aber es sind natürlich Pimp My Game Sachen hier. Ich kann mir die Playmat, die habe ich schon gesehen, die hat mir gut gefallen tatsächlich. Auch wenn, ich finde das alles, ich bin ja noch sehr alter Mensch, ich finde das alles auch immer relativ teuer, bin ich natürlich verglichen mit Crowdfunding-Sachen. Sagt man, guck mal, ein Spiel 55€ ist ja Schnapper, hier kommt eine Play mit 25, passt schon. Ne? Aber das kann ja jeder selber entscheiden. Die anderen Sachen, aber du hast die Banden von New York und die United States Police Force, da kann ich dir jetzt mit Sicherheit auch gar nicht sagen, inwieweit da noch erweiterbare Regeln nochmal mit reinkommen. Muss ich jetzt passen. Und auch das Hero Set und die Prisoners, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was da noch mitkommt. Ich meinte, da wird irgendwas dabei. Entzieht sich aber gerade meine Kenntnis. Ich könnte hier natürlich jetzt was ganz Schlaues machen, weil ich habe mir doch vorhin doch diese Liste aufgemacht, dass man ja jetzt im Podcast zum Glück nicht sieht. Und wenn ich das hier richtig sehe, dann kann man hier auf den Link klicken, auf meinen eigenen Link, auf der eigenen Webseite. Und wenn ich jetzt Glück habe, hat mein Kollege, der das geschrieben hat, was ganz Schlaues hier hingeschrieben dazu. Weil nämlich diese Erweiterung enthält die Spielvariante Kopfverhandlung, die United States Police Force. Zusätzlich zu ihren Missionen müssen die Helden nun Aufgaben erfüllen, die ihnen von Hawk zugewiesen werden, um am Spielende die präsidiale Begnadigung zu erhalten. Die Helden können sich entscheiden, den Cops zu helfen oder sie zu hintergehen, falls sie bestimmte geheime Ziele erfüllen wollen. Also, es scheint hier noch nicht. Und die Band von New York liefert Material für den 5. Spieler. Und der die Rolle der Band New York selber übernimmt, nehme ich. Also, ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Bist jetzt auf der Webseite gelandet. Ne? Exakt. Ja, man kann es ja nachlesen. Ne? Man sagt immer, wer liest, ist ja klar im Vorteil. Lesen hilft, ja. Und
Während man jetzt sieht, hier zum Beispiel das Hero Set und Prisoners, das sind, glaube ich, tatsächlich nur die sind optische Sachen, also die einfach nochmal die Plastikminiaturen erhält dafür. Und die Playmat und nicht nur, ich will nicht sagen nur, aber sind kosmetisch. Ja, wobei die Playmat sieht schon richtig gut aus, muss man sagen. Also man wird ja auch, also ist ja auch so, auch wir, die wir in so einer Firma arbeiten, werden ja auch getriggert durch positives Involvement, ne? Darf man schon sagen. Ich manchmal hole ich mir auch so eine Playmat und benutze die als Mauspad für mein Rechner. Bis dann nächstes Jahr wieder was Neues. Doch ein sehr großes Mauspad. Ja, nee, ich habe eine Tastatur drauf, Maus drauf und so. Und das mache ich dann immer so, jedes Jahr hole ich mir da was anderes. Hab das dann. Ich spiele mit der Mat. Ja, ist so. Ich spüre gerade, wie es manche die Nackenhaare gerade hochjagt, wenn sie sowas hören. Ja, nee, also freue mich drauf, bin gespannt, was da kommen wird. Das filmische Nachholen, weil es mehr muss als Genuss. Ich glaube, beim Spiel wird es andersrum werden. Ja, dann. Das hoffe ich natürlich, aber bevor du hier den Sack zumachst, sozusagen. Ja. Den Snake Plissken in dir rauslässt, muss ich dir sagen, dass hier noch das allsehende Auge noch über uns wacht. Das ist noch ein weiteres Spiel, das es nicht zu uns schafft auf die Messe. Und auf das wollte ich gerade rumschwingen. Und das ist auch eine Filmlizenz und das ist Similo, der Herr der Ringe. Ich sehe gerade in unserer Liste, ist es falsch ausgezeichnet, steht nur Herr der Ringe. Es gibt Similo, der Herr der Ringe. Und das wird es auf Deutsch nicht zur Messe schaffen. Ich denke, es wird ein Vorabkontingent geben bei Horrible Guild. Mit der englischen Variante natürlich ist mir der auch gut bedient. Ich freue mich natürlich mehr, wenn ihr euch die deutsche holt. Am besten holt euch beide. Sehr schön illustriert wieder von Nayad, dem meines Wissens französischen Illustrator, der die gesamte Serie illustriert hat, der auch die Harry Potter und fantastische Tierwesenspiele in der Similo-Reihe. Es gibt ja inzwischen ja über 10. Und also gefällt mir super gut. Der Herr der Ringe, man konnte ja schon Bilder auf unserer Webseite sehen. Schaut es euch mal an. Ich muss allerdings sagen, die Bösen kommen meiner Meinung nach besser weg. Also sehen einfach noch geiler aus. Bei Similo, der Herr der Ringe, könnt ihr mal gucken, wie es euch geht, wenn ihr es euch mal anschaut. Sehen alle fantastisch aus, aber die Bösen, also gerade Sauron und das allsehende Auge heißt es, ne? Das brennende Auge. Einfach fantastisch. Das ist übrigens eine Promokarte des Auges. Ja, das ist so. Ich habe hier einen absoluten Herr der Ringe-Fan bei mir. Da würde ich nicht drum rumkommen. Also so, ich mag Similo. Gut so. Gut so, ja. Ich weiß keine Beschwerde. Ich bin froh über jedes Spiel, was mein Sohn mit mir spielt. Manchmal muss ich ihn zwingen, aber da weiß ich sofort, wenn ich das auf den Tisch lege, da würde ich offene Scheunentore einrennen. Und da. Ja, da warte ich dann noch die paar Tage, bis es auf Deutsch kommt und dann hole ich es mir. Ja, also wie gesagt, die ganzen Bilder oder nicht alle, aber es sind 40 Karten diesmal dabei, also mehr als bei den normalen Sets meines Wissens nach. Und aber die meisten der Bilder, nicht alle, aber sind auf unserer Homepage schon gut zu sehen unter heidelbeer.de, dann im entsprechenden Bereich und da haben wir viele, viele der kommenden Charaktere schon abgebildet, also Sauron, auch der Hexenkönig von Angmar, also zwei meiner Favoriten wegen ihrer Masken, aber ja, also irgendwie ist es ganz putzig einfach dafür, dass es halt so ultra böse sind, das ist halt das Witzige daran, ne, tatsächlich. Und die wirken halt einfach nur noch putzig. Ja, stimmt. Ja. Sehr nice. Immer gut, wenn Leute sagen, schaut es euch an im Podcast. Ich liebe das selber, wenn ich so im Auto fahre. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich Podcasts spiele, Podcasts gerne im Auto, wenn ich ein bisschen unterwegs bin. Ist immer super, ne? Gefällt mir sehr gut bei euch oder auch bei anderen Kollegen, die Podcasts machen. Ne? Die sagen so, oh, guck mal, das sieht so geil aus. Ne? aber es ist immer wieder eine Freude. Schaut mal in die Shownotes, oder? Ja klar, man könnte also, natürlich auch Kapitelbilder machen, aber hilft im Auto dann auch nicht so richtig viel. Ja, das hilft dann auch nicht so viel tatsächlich. Ich denke mir dann immer, das ist dann so, ich wünsche mir dann immer, ich hätte zum einen ein Head-Up-Display im Auto, das habe ich leider noch nicht. Was ich immer ganz fantastisch finde, wenn Autos das heutzutage schon haben. Und dann hätte ich natürlich gern so eine Einblendung, ne? Und dann mir das dann so direkt eingeblendet wird vorne, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man so das brennende Auge plötzlich in seinem Fahrersichtfeld hat. Ob das nicht vielleicht auch zu Nebenwirkungen führen könnte, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Genau, so richtig klug wäre es jetzt auch nicht. Ja,
kommt dann halt gleich auch noch so eine Werbung wahrscheinlich dazu dann. Wenn Sie das kaufen möchten, blinzeln Sie kurz. Genau, blinzeln Sie kurz. Und wenn es daneben geht, dann einfach Middle-Earth Burials. Ja. So. Ja. Unsere Erweiterung haben wir alle durch, kann ich mal so sagen, die wir, unsere Erweiterung, unsere Spiele und Erweiterung, die wir zu spielen haben werden, haben wir durch. Ansonsten, was gehört noch zum Alltag? Fragen, wie die euren heute Abend beantworten, aber das macht natürlich auch große Freude. Also wir fanden es auch toll, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das durchzugehen, auch recht ausführlich durchzugehen. Also man merkt auch, dass du nicht nur alles loben möchtest, sondern einfach auch weißt, von was du redest, weil du die Spiele schon gespielt hast. Meine Liste ist ein bisschen gewachsen von dem, was ich jetzt haben möchte. Ich bin ja selber nicht in Essen, aber die Sandra ist vor Ort, der werde ich da meine Liste, meine Kaufliste mitgeben, dass sie da mal ein bisschen shoppen geht dann. Oh Gott, die arme Frau. Die arme, sie hat gesagt, sie hat Platz im Auto, kann ich nichts dafür. Also wir haben hoffentlich wieder genug große Tüten, um die ganzen Sachen reinzufüllen, daran perfekt, soll's nicht scheitern. Perfekt. Ja, einwandfrei. Wenn nicht, irgendjemand hat immer Tüten und es gibt Rucksäcke zu kaufen und es gibt Rollis zu kaufen im Messer inzwischen, habe ich gesehen, und im Merch von dem und dem und auch anderen Content-Creatern und so. Also ich denke, den Beamen wäre immer noch das, was sich wirklich lohnen würde. Also das wäre mal optimal, das, ja. Das wäre das Erste, was ich mir nicht patentieren lassen würde. Ich würde mir die Rechte für die Spiel sichern, und zwar für Beamen. Und dann könnte man das Spiel direkt auf deinen heimischen Küchentisch beamen, und also das wäre fantastisch. Also wenn es das mal gibt, werde ich als Erstes gucken, dass ich für diese Art von Messen sofort die Exklusivrechte bekomme, weil ich glaube, das ist der Burner dann. Brauchst du unbedingt. Die Idee ist dafür cool. Ja, Robert, bist du zufrieden? Hast du noch Fragen? Nee, also die für mich, ich habe jetzt alles, die meisten Sachen gelernt, die ich wissen wollte, oder eigentlich alles gelernt, was ich wissen wollte. Auf jeden Fall mal vielen Dank für den sehr ausführlichen Überblick. Danke. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Zumindest ganz schön, weil wir gerade ja über der Herr der Ringe gesprochen haben. Und ich sitze natürlich, wie ihr auch, an einem Computer. Der Computer ist auch für meine Arbeitsaktivitäten da. Und im Hintergrund synchronisieren sich gerade Bilder und Sachen rein. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hört hier keiner. Aber ich kriege halt, irgendjemand synchronisiert gerade unsere Sachen für Similo, der Herr der Ringe. Und ich kriege eine Nachricht nach der anderen rein. So als ob es, ein bisschen so, als ob Google einen wieder abgehört hätte. Ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, weil ich ständig diese Anzeige habe und so einen Gong-Ton bekomme auch. Ne? So Gong, Gong. Also ich hoffe mal, dass das eine sichere Verbindung ist. Ja, ich wusste nicht, dass unsere Cloud auch schon so weit ist, dass die KI in der Cloud verstanden hat, von was ich hier gerade zum Schluss erzähle. Aber interessant. Wahrscheinlich überwacht. Genau. Ja, Michael, gibt es noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Ach, was du noch loswerden willst. Ich könnte noch so viel erzählen, ne? Aber am Ende des Tages freue ich mich, wenn wir uns natürlich wiedersehen, was jetzt nicht in Essen ist, aber dort ist es ja dann meistens auch ein kurzes Vergnügen und ein Handshake. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem viel zum Spielen kommt. Freue mich, wenn viele Leute auf die Spiel kommen, um uns zu sehen, aber natürlich auch alle anderen Verlage und die Gelegenheit wahrnehmen, einfach dieses Spielefest zu feiern. Und ansonsten habe ich mich sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen und ein bisschen was aus dem, ja, natürlich von uns, klar, Werbung, aber auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern zu können, und jederzeit gerne wieder. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Du warst ein sehr angenehmer Gast. Hier musste man die Worte nicht aus der Nase ziehen, sondern die kamen von ganz allein gesprudelt. Sollte es dich irgendwann mal ins Allgäu verschlagen, klingel bitte durch. Das unsere Bitte vielleicht noch, dass wir da vielleicht dann auch mal ein Treffen zustande bringen auf heimischem Boden. Ansonsten sehen wir uns bestimmt irgendwann wieder. Sei es jetzt spätestens nächstes Jahr in Essen, aber hoffentlich viel, viel früher. Vielleicht Nürnberg oder also schauen wir mal. Ich werde mal ein bisschen spoilern. Natürlich sind wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg auch zugange, aber es ist ja eine Geschäftskundenmesse. Aber ich denke mal, das ist aber dann Content-Creatern vorbehalten, so wie euch, wird es hoffentlich nächstes Jahr auch wieder den Burg-Event geben, und dann hoffe
hoffe ich, dass ihr natürlich auch wieder dabei seid. Dann darfst du auch Robert und Sandra mitbringen, wenn du magst. Ne? Damit wir euren Peil noch ein bisschen erhöhen können. Ja, ja, durchaus. Robert, wann bauen wir an? Wann machen wir da extra Raum draus? Ich habe das Zeug ja schon im Wohnzimmer ausgelagert. Es wird immer mehr. Es ist echt, ja, es greift um. Gibt es zu Hause langsam Stress oder? Nee, noch ist alles grün. Wenn du die Spiele an der Außenwand entlang hochschlichtest übrigens, dann ist das so eine Art innere Dämmung im Haus. Nur mal so als Tipp. Dann kannst du es ja so verkaufen, ne? Aber außen sind die sind echt ein bisschen ungesichert dann, weil. Nee, du musst es ja innen, also in der Innenwand machen, sozusagen. Ah, meinst du? Ja, okay. Das sieht dann von außen tatsächlich doof aus. Wir haben sehr viel Glas. Das musst du dann halt immer richtig hindrehen, damit es sowohl außen als auch innen gut aussieht. Ne? Das ist der Beweis dafür, dass sie die Verlage auch Gedanken machen müssen, wie ihre Spiel von allen Seiten aussieht. Und ob sie lichtecht sind. Und ob sie lichtecht sind, aber da sehe ich wenig Hoffnung tatsächlich. So, natürlich habe ich Hoffnung für etwas, was nicht aber das kennt ihr bestimmt, jetzt hier der Abklang Plausch hier, ne? Und das kennt ihr bestimmt, wenn so Sachen ewig im Schaufenster irgendwo lagen, ne? Wie die dann, wir nennen es immer abgeschossen, vom Licht abgeschossen sind, das ist gar nicht zu verhindern, das ist Wahnsinn. Und bei Spielen ist es natürlich auch immer ganz dramatisch. Ja, also ich habe schon die eine oder andere Box, die nicht mehr ganz so frisch aussieht. Ich habe zu Hause ja auch so eine Fensterfront, die direkt aufs Spielregal scheint, die Sonne durchlässt. Und ich hatte mal ein grünes Robin Hood zu Hause. Das Grün ist nicht mehr vorhanden. Die Sonne ist doch stärker, als ich gedacht hatte. Ja. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Aber gut, dass du die Box nicht verkleinert hast. Dadurch ist der Inhalt noch ganz frisch und grün. Und die Spielidee ist, glaube ich, auch noch ganz frisch. Und von daher lässt sich es noch gut spielen, ne? Der Inhalt leidet ja nicht drunter, aber ich bin schon erschrocken, wie dann die weiße Seite gesehen die Hoppla. Mit dem Fenster stand. Ja. Ja, das ist dann der Bereich, dass man auch diese Spieltische braucht, wo man die Spiele unten stehen lassen kann und oben wieder abdecken, ne, weil sonst können die zu viel Licht fangen und so. Also jetzt hast du einen Grund, einen Spieltisch zu kaufen. Ich kann das meiner Frau gerne sagen, aber vorher lasse ich mich noch von einem Tischhersteller sponsern, damit ich auch den richtigen empfehle. Mein Preis wäre dann von dem Hersteller noch, dass ich den anderen bekomme. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, so Tische sind toll und so Spiele sind toll. Wir brauchen, glaube ich, alle keine Rechtfertigung, um Geld dafür auszugeben. Es ist nicht nötig, aber es macht große Freude. Das alles zu tun und spielen zu können und ob mit oder ohne Spezialtisch. Ich denke, Spiel ist einfach ganz, ganz großer Spaß und vor allem in Gemeinschaft am besten. Mhm. Wichtig, die Spiele kommen auf den Tisch, genau. Weil was nützt es, wenn du diesen im Keller auf dem Tisch hast, dann ist nämlich der Deckel drauf und du spielst nicht. Ja, aber ich find das Kellerabteil finde ich cool. Natürlich ist das cool. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich finde es einfach cool. Ja. Das ist wie was bei Simpsons, Nunchakos cool, aber nutzlos. Das. Ja, also man kann natürlich diverse Dinge noch damit machen. Könntest du dir auch überlegen, also wenn man so viele Spiele hat wie ihr, könntet ihr Tische daraus bauen, ne? Den Peiltisch, mit dem ihr immer wieder spielt oder noch zusammenspielen wollt, der noch komplett ungespielt ist. Da gibt es ja diverse Ideen und Vorschläge auch im Netz, was man damit machen kann. Genau, das kommt gleich direkt nach Erweiterungsschachteln entsorgen und das Zeug ins Grundspiel reinräumen. Das geht nicht, kann man nicht machen. Kann man nicht machen, meinst du? Nee. Man muss jegliche Schachtel, die man da hat, wertschätzen, ausstellen und andere Leute daran teilhaben lassen, was man für einen guten Geschmack hat. Ja, und wenn es nur man selbst ist oder das andere erzählt, dass man diese Schachtel ja noch da stehen hat, ne? Weil in Wahrheit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist es ja vermutlich im Privatbereich auch nicht so, dass es ein Taubenschlag ist, wo jeden Tag 50 Leute durchlaufen, wo ich mich dann als Verlag freue, wenn du sagst, guck mal, die zweite Erweiterung von Anak, da steht sie. Das ganze Dorf läuft vorbei. Ganz so ist es nicht, auch wenn es im Inneren von einem selbst natürlich schon genauso abläuft tatsächlich. Die Leute sagen, Mensch, der Robert hat sich die zweite Erweiterung vom Christian mitgenommen. Hast du gehört? Was macht denn der Christian jetzt ganz ohne die zweite Erweiterung von Anak? Was will er mit seinem Leben anfangen? Ich weiß es nicht.
Man muss ja ehrlich zugeben, die meiste Rückmeldung, die man auf die ganzen Spiele bekommt, ist: Hoi, habt ihr viele Spiele? Genau, das, habt ihr die alle schon gespielt? Habt ihr die? Ich könnte es ja nicht. Mir würde die Zeit fehlen. Kommt da meistens bei mir, wenn irgendjemand reinkommt, der nicht so auf Spiele steht. Was dann ein bisschen traurig ist. Aber damit könnte ich den Kreis zumindest anbieten, so schließen hier ist. Da gibt es ja Spiele wie Spicy dafür, die auch für Leute würzig sind, die nicht so viel spielen und die dann Mai, das sind ja gar nicht so schwierige Regeln, sagen können. Oder Mai, das hat ja Spaß gemacht. Ja, und dafür sind die dann bestens geeignet und werden natürlich auch mal wieder rausgezogen. Das stimmt dann schon. Ja, ich finde, mehr können wir jetzt dazu nicht mehr beitragen heute. Außer euch fällt noch Spannendes ein, aber von meiner Seite aus war es dann auch. Und mir bleibt einfach nur noch ein letztes Mal Danke zu sagen, dass du dabei warst. Und allen, die zuhören, und euch beiden natürlich noch einen schönen Tag, Abend zu wünschen, je nachdem man das anhört, das Ganze. Ja, vielen Dank fürs Durchhalten hier bis zum Ende. Ich würde lügen und würde sagen, ich habe noch nie vorgespult bei einem Podcast, aber das ist tatsächlich gelogen. Also alle, die es bisher hingeschafft haben, Respekt. Und viel Spaß beim Spielen. Auch ich kann mich hier nur wiederholen. Danke, Robert, für deine Geduld mit uns. Und danke allen Zuhörern. Und danke allen Spielern fürs Spielen. Ciao. Ciao.